Herzlich willkommen auf der Tenne in Calmberg. Wir haben heute von LSV Sachsen und Bayern die Aktion Bauer sucht Partei. Denn die politische Heimat der Landwirte ist durch viele Umbrüche zerrüttet. Und wir müssen jetzt zusehen, dass wir Landwirte irgendjemand zum Wählen finden, der unsere Interessen ausreichend vertritt. Zu diesem Zweck haben wir heute die FDP eingeladen, Gero Hocker und Thorsten Hengst. Als Moderatoren haben wir von Bayern Klaus Hochrein und Stefan Hesse von LSV Sachsen. Gut, dann starten wir. Wir wollen zuerst begrüßen. Wir sind ja heute hier auf dem Hof der Familie Stiegler. Georg hat die Begrüßung gemacht. Die Idee ist im LSV Sachsen entstanden, eine Veranstaltung ins Leben zu rufen. Wir befinden uns ja im Wahljahr und da geht es darum, ja, einfach auch Dinge zu klären, die vielleicht auf den Demonstrationen und Veranstaltungen, die bisher mit LSV gelaufen sind, vielleicht auch nie so angesprochen worden sind. Also einfach auch einen Blick auf Agrarpolitik zu werfen. Und deswegen sind wir heute hier. Dadurch ist auch die Veranstaltung ins Leben gerufen worden. Gemeinsam mit dem LSV in Bayern haben wir gesagt, jawohl, das ist was, es ist wichtig. Der Landwirt geht irgendwann in die Erntearbeiten, in die Bestellarbeiten. Das heißt, wir können das nicht zu lange in den Herbst rausschieben und wollen das noch vor der Ernte, vor dem Erntestart durchziehen und alle Parteien zu Wort kommen lassen. Wir haben das ganz bewusst, ist das in einer Arbeitsgruppe auch diskutiert worden, aus dem LSV Sachsen heraus diskutiert worden, wie wollen wir das Format gestalten, wollen wir eine Diskussionsrunde machen, und da ist uns allen klar geworden, wenn wir das mit mehreren Parteien in der Diskussionsrunde machen, dann zerfleischen wir uns gegenseitig und werfen uns bloß die Argumente um die Ohren. Und am Ende haben wir die Fragen trotzdem nicht klar beantwortet. Deswegen haben wir uns hier für ein Format entschieden, in Form eines Interviews das zu gestalten und ganz gezielt auch jede Partei für sich zu fragen und dadurch auch die Unterschiede auszuarbeiten. Und so kann sich, denke ich, auch keiner rausreden. Wir sind bitte vorgestellt, bedanken. Wie gesagt, wollen wir uns bei der Familie Stiegler, die heute hier die Umrahmung bildet, den Rahmen der Räumlichkeit gibt und einfach auch die ganze Sache unterstützt. Technisch umgesetzt wird das vom modernen Landwirt. Auch da für die technische Unterstützung ein herzliches Dankeschön. Und natürlich auch einen großen Dank an alle, die die Veranstaltung mit vorbereitet haben, an der ganzen Ausarbeitung und natürlich auch jetzt an der konkreten Umsetzung geholfen haben. Und wir haben die Parteien angesprochen. Das ist also an die Agrarausschussmitglieder gegangen, sodass jede Partei einfach ihren besten Mann benennen konnte, der in Agrarfragen auch fit ist. Dann gab es eine Einladung dazu, die ist dann angenommen worden für so eine Präsenzveranstaltung, die wir heute hier machen, oder dann alternativ zu einer Veranstaltung in Form eines Online-Interviews, was dann auch mit anderen Parteien in den nächsten Tagen laufen soll. Und dann ist es so, dass im Namen der FDP Dr. Gero Hocker heute hier zu uns gekommen ist, der ja im Agrarausschuss sitzt, und Thorsten Herbst, der als Sachse auch im Bundestag sitzt und hier heute hier Rede und Antwort stehen wollen. Die Fragen, das dürfen wir so sagen, die Fragen haben natürlich die Politiker vorab bekommen, so fair waren wir. Es ist aber so, dass gerne auch Rückfragen über YouTube gestellt werden können, die wir dann zum Ende hin auch vereinzelt oder ausgewählt ansprechen werden und beantworten werden. Und als Einstieg zu unserer Veranstaltung Bauer sucht Partei haben wir einfach eine Frage formuliert an die Politiker. Wie beurteilen Sie die aktuelle derzeitige Lage in der deutschen Landwirtschaft? Das ist ja sehr allgemein, deswegen wäre vielleicht so die Frage ergänzt, wenn Sie einen Sohn hätten und Sie wären Landwirt. Wir sind ja heute hier auch auf einem Hof. Sie wären Landwirt und Ihr Sohn wäre 15 Jahre alt. Würden Sie Ihrem Sohn ehrlicherweise raten, in die Landwirtschaft einzusteigen, Landwirtschaft zu studieren oder eine Lehre zu machen?
Also, wie beurteilen Sie die aktuelle Lage der deutschen Landwirtschaft? Die Medien sind da sicherlich auch ein Stück weit beteiligt. Gesetzgebung natürlich auch ist ein Stück weit beteiligt an den Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft. Ja, wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein? Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit hier zur Diskussion. Ich würde mal so sagen, Landwirt ist kein Beruf wie der andere. Das ist wahrscheinlich ein Stück Berufung, weniger als Beruf, weil es eben nicht mit dem Job vergleichbar ist, wo man um 9 ins Büro geht, um 16.30 Uhr nach Hause und man ist alles so oben los, sondern man ist quasi rund um die Uhr im Einsatz, man muss ungeheuer flexibel sein, man muss viel Leidenschaft mitbringen für diese Tätigkeit. Und deshalb ist die Frage nicht ganz einfach zu beantworten. Ich hoffe aber umgedreht, dass es viele trotzdem ihren Kindern empfehlen. Trotz allen Entbehrungen, die dieser Beruf hatten, trotz allen Schwierigkeiten, die man wirtschaftlich hat, und das sieht man ja hier, ich glaube, ohne Landwirtschaft wäre dieses Land ärmer. Und ich meine, wir kommen aus einer Region wie Sachsen, die eben auch durchaus eine Menge Landwirtschaft hat. Und ich hoffe sehr, dass wir oder dass alle in der Politik sich bewusst sind, dass wir Rahmenbedingungen kreieren, die der Landwirtschaft auch eine Zukunft geben, wo auch junge Leute sagen, ja, wir wollen das machen. Wir sehen da unsere Leidenschaft darin, das zu tun. Und wir möchten gerne die Betriebe weiterführen oder wir wollen auch Neues ausprobieren. Denn was wir heute auch gehört haben und erlebt haben, du musst halt auch unheimlich flexibel heute sein. Es ist halt nicht einfach das Weitermachen, sondern ich glaube, es ist ein hoher Innovationsgrad, der heute auch in der Landwirtschaft steckt. Du musst überlegen, wie kann man unter heutigen Bedingungen wirtschaftlich erfolgreich arbeiten. Also ich würde die Frage mit Ja beantworten, aber ich weiß auch, dass wir vieles in der Gesellschaft dafür tun müssen, dass die Wertschätzung für die Landwirtschaft steigt und dass auch Leute, die eigentlich die Lebensmittel nur aus dem Supermarkt kennen, erfahren, unter welchen Bedingungen eigentlich Lebensmittel produziert werden und wie wichtig das auch ist, dass das hier vor Ort stattfindet und dass wir nicht nur Lebensmittel produzieren. Ja, hier steht nun. Also die Frage ist nicht leicht zu beantworten und Thorsten Herbst hat das, glaube ich, sehr richtig skizziert. Aber es fällt einem nicht leicht, seinem Sohn oder seiner Tochter das zu empfehlen, weil wir gegenwärtig einfach sehen, dass Landwirtschaft sozusagen der Buhmann ist für alles, was gesellschaftlich vielleicht irgendwie nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Da geht Gesellschaft gegenwärtig den vermeintlichen Weg des geringsten Widerstandes und lädt die Probleme, Herausforderungen ab bei einer Berufsgruppe, die in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten eben auch immer kleiner geworden ist und wo das dann gesellschaftlich und politisch vielleicht als opportun erscheint, das zu tun. Und man hat mittlerweile so ein bisschen den Eindruck, dass quasi überall, wo es irgendwie einen vermeintlichen Missstand gibt, irgendjemand aus dieser Gesellschaft ruft, lass es doch bei den Bauern abladen. Also egal, ob das Gewässerschutz ist, Luftreinheit, ob das Tierwohl ist, viele andere Dinge mehr, wo eigentlich man gesamtgesellschaftlich gefordert wäre. Also es kann ja nicht funktionieren, dass die Menschen immer mehr Tierwohl wollen, gleichzeitig aber nicht bereit sind, für diejenigen, die schon jetzt höchste Tierwohlstandards erfüllen, für die Produkte aus einer solchen Produktion auch einen angemessenen Preis zu bezahlen. Ich will noch gar nicht in die Inhalte einsteigen. Ich will aber sagen, diese Frage ist schwierig zu beantworten, wenn es um das eigene geliebte Kind geht. Aber ich würde sie genauso wie Thorsten mit Ja beantworten, weil ich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte in die Vergangenheit blickend den Eindruck habe, dass Landwirtschaft sich immer hat anpassen können. Das, was manchmal in den Städten für ein Bild gezeichnet wird von Landwirtschaft, dass sie quasi sozusagen nur den Status quo bewahren wolle, das ist total falsch. Also wenn man sich anschaut, wie Betriebe hier oder wo auch immer in Deutschland heute aussehen und das damit vergleicht, wie sie vor 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren erst recht ausgesehen haben, dann waren das völlig andere Betriebe, wo man, sagen wir mal, noch gar nicht diesen unternehmerischen Drive unbedingt hat mitnehmen müssen und auch leben müssen. Die Landwirte, die ich kenne, die versuchen sich den gesellschaftlichen Anforderungen zu stellen und sind auch immer dabei, zu versuchen, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren. Ob das Direktvermarktung auf einmal ist, ob man umswitchen in andere bringt. Und deswegen ist das, was die Landwirtschaft tut und wie sie mit diesen Fallstricken, die ihnen Politik gegenwärtig setzt, umgeht. Und im Vertrauen darauf, dass das auch in Zukunft noch funktioniert, bei allen Problemen, die es gibt, würde ich das meiner 18-monatigen Tochter, die hoffentlich noch ein paar Jahre hat, um sich entscheiden zu müssen, welchen Beruf sie ergreift, würde ich ihr das auch raten, obwohl sie ehrlicherweise nicht aus einer landwirtschaftlich geprägten Familie stammt. Ja, danke, Herr Hocker. Von mir jetzt auch nochmal herzliches Grüß Gott. Sie haben aber, Herr Herbst, die Motivation und das Engagement angesprochen, was da dahinter stehen muss. Und ich möchte jetzt, bevor wir auf den Stichwort Tierwohl nochmal einsteigen, diese gesellschaftliche Akzeptanz, dieses Bewusstsein, auch dieses Bewusstsein für eine gewisse Ernährungssicherheit, weil Ernährungssicherheit spielt in der Gesellschaft momentan
dieses Wort kennt man gar nicht mehr, weil die Regale sind immer voll. Auch während Corona waren die Lebensmittelregale, vielleicht bis auf ein bisschen das Toilettenpapier, was mal über Tage vielleicht ein bisschen knapp war, aber zu Hause nie. Ich denke, es hat sich, Entschuldigung, jeder seinen Arsch abwischen können in Deutschland. Sie lachen schon, aber wie schafft die FDP das in Zukunft, wenn sie denn gewählt werden, wieder und in den Deutschen Bundestag vielleicht auch in der Regierungsverantwortung sind, wie schaffen wir das gemeinsam, Sie als Partei, wie wir als Landwirte, diese gesellschaftliche Akzeptanz wieder nach vorne zu bringen und dass man im Endeffekt den Leuten auch wieder bewusst macht, dass die Lebensmittel nicht im Supermarkt im Regal wachsen? Ja, ich glaube, zuerst muss man laut die Stimme erheben. Ich glaube, es gibt viele Kollegen in anderen Parteien, ich will jetzt keinen Namen nennen, die sehr so schauen, welche Diskussionen im urbanen politischen Umfeld stattfinden und natürlich auch im politischen Raumschiff Berlin und Angst haben, irgendwo schwierige Diskussionen zu führen. Die schielen halt darauf, dass man möglichst breite Schichten erreicht und das sind oft städtische Schichten. Ich erlebe das auch in meinem Bereich Verkehrspolitik sehr oft in Berlin. Dann denkt man halt, sagen wir mal, mit dem Blickwinkel des Prenzlauer Berges Verkehrspolitik für ganz Deutschland zu machen. Wenn man hier vor Ort in Kallenberg ist, merkt man schon, das kann nicht aufgehen. Und genauso ist es eigentlich in der Landwirtschaft aus meiner Sicht, dass zu wenige Leute den Mut haben, auch mal auszusprechen, unter welchen Bedingungen wird produziert, wie schaffen wir eigentlich faire Wettbewerbsbedingungen, dass hier unsere Landwirte wirtschaftlich überleben können und wie kommt es überhaupt dazu, dass wir qualitativ hochwertige Lebensmittel in die Supermärkte bekommen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, das ist zu Recht angesprochen worden. Vielleicht fehlt uns ein bisschen die Erfahrung, was wäre, wenn das mal nicht mehr so ist. Also ich meine, ich glaube, darauf kommt es an und ich glaube, der Stellenwert, den werden wir deshalb erhöhen können, wenn mehr Leute den Mut haben, darüber zu sprechen. Das kann ich unterstützen. Soll ich gleich am Anschluss? Ja, klar, gerne. Das kann ich unterstützen. Ich weiß, dass es in vielen Gruppen, gerade auch bei LSV und bei Landwirten insgesamt, gegenwärtig die Situation gibt, dass man sagt, hey, das bringt ja alles gar nichts, was wir machen. Und wir demonstrieren teilweise ja seit, ich weiß nicht, 80 Tagen dauerhaft in Berlin. Aber was ist wirklich am Ende bei rausgekommen? Bei Düngeverordnung, Pflanzenschutz und so weiter und so fort. Oder Insektenschutz und vielen anderen Themen mehr. Aber da möchte ich den Kollegen gerne ein bisschen Mut machen, weil wir haben das gesehen vor einigen Monaten, als man sich innerhalb der Koalition in einem nächtlichen Treffen darauf verständigt hat, dass es diese sogenannte Bauernmilliarde geben soll, die fachlich, sachlich total falsch ist. Also wir müssen uns das nur vergegenwärtigen. Ich glaube, die zweite Tranche der Mittel ist es jetzt, die verlost wird. Ja, also an die Betriebe, die irgendwie Glück haben, die kriegen dann irgendwie ein paar tausend Euro ausgeschüttet. Das ist nicht das, was wirklich irgendeinem Betrieb tatsächlich hilft. Man bewirbt sich dafür, klar, in der prekären Situation, in der man ist, muss man jede Hilfe mitnehmen, die man bekommen kann. Aber das ist ehrlicherweise nicht der große Wurf. Aber ich behaupte, so falsch die Antwort ist, die Politik mit dieser Bauernmilliarde gibt auf die Demonstrationen, zeigt das schon, dass es zumindest die Aufmerksamkeit gibt in Berlin, zu sagen, da ist was im Argen gerade. Die Antwort mit irgendwelchen Transferzahlungen aus Berlin in diesem Fall, die Antwort geben zu wollen, wir schieben euch Geld zu, wir werfen die Probleme mit Geld zu, was ja teilweise Prinzip dieser Regierung bei aller Demut ist, das ist natürlich die falsche Antwort. Bauern brauchen ganz andere Sachen als einfach einmalig irgendwelche monetären Mittel. Und ich glaube, das ist eine ganz große Chance, dass man erkennt, unsere Demonstrationen, die haben einen Effekt. Als ich bei den Demos in Berlin mitgefahren bin, auf dem Schlepper, da war es erstaunlich, wie viele Leute einem den erhobenen Daumen gezeigt haben. Passanten am Straßenrand mit ihren Kindern an der Hand sagen, toll das, was ihr hier macht. Also ich glaube, das kann einem auch Hoffnung geben. Erstens, dass Politik zwar die falschen Antworten gibt, aber zumindest sich bemüßigt sieht, Antworten zu geben und erkennt, dass da was im Argen ist. Und das Zweite ist, es wird eben aus bestimmten gesellschaftlichen Gruppen heraus auch, werden auch ganz bestimmte Fronten immer weiter aufgebaut. Nicht? Also die heutige Veranstaltung heißt Bauer sucht Partei. Wir alle kennen Bauer sucht Frau. Es gibt Gruppen in dieser Gesellschaft, die auch ein Interesse daran haben, zuzuspitzen. Die auch ein Interesse daran haben, sagen wir mal, so die Brandfackel zu werfen. Aber ich glaube, wenn man wirklich mit den Leuten spricht, dann sind die für die Themen, die wir gleich auch noch diskutieren werden, einheitliche Standards innerhalb Europas, Wissenschaftlichkeit anstatt Gefühlslage bei politischen Entscheidungen, da sind die sehr empfänglich für. Deswegen kann ich nur jeden ermutigen, Veranstaltungen wie heute mit allen politischen Parteien und Vertretern dieser Parteien zu machen. Absolut, wir erzählen hier niemandem das Blaue vom Himmel, das soll auch keiner denken. Wir glauben an unternehmerisch denkende Landwirte, wenn wir Politik machen und erzählen dann niemandem irgendwie, dass das alles gut wird, wenn er nur FDP wählt. Aber hört nicht auf damit, euch Gehör zu verschaffen. Und LSV ist sozusagen die gelebte Institution dafür, dass man eben auf sich und seine Belange aufmerksam macht. Macht damit weiter.
Es kommt in Berlin an. Bislang sind leider noch die Schlüsse, die man daraus zieht, die falschen, aber ich bin zuversichtlich, dass je näher auch so eine Wahl kommt, man auch empfänglicher für die eigentlichen Argumente wird. Also ganz kurz, Stefan, noch, ich möchte noch mal kurz dazu was sagen. Also, es ist natürlich schön, wenn Sie mir Honig oder uns Honig ums Maul spielen oder LSV, uns im Endeffekt bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dafür danke und ich denke, das nehmen wir auch mit. So richtig die Antwort, ich fasse es jetzt mal für mich zusammen, LSV ist auf dem richtigen Weg, das heißt, wir sollen weiterhin auf die Straße gehen, wir sollen weiter für unsere Anliegen kämpfen. Ich denke, es ist halt auch wichtig, aber wie soll ich es formulieren, wie erreicht man den Bürger? Okay, weil also wie in den Medien, in unserer eigenen WhatsApp-Blase sind wir so ein bisschen untereinander im Austausch. Wenn wir auf der Straße sind, fühlen wir uns am nächsten Tag noch in der Zeitung und am Tag drauf sind wir wieder vergessen. Okay, also dann spitze ich es ein bisschen zu. Der Umstand, dass so viele Entscheidungen getroffen werden in der Politik, die die gegen wissenschaftliche Evidenz sprechen und gegen das, was wissenschaftliche Praxis ist, fachliche Praxis ist, ist auch das Resultat davon, dass man sich, ich mache mir überhaupt nicht, will keinem wahren Mund reden, auch keinem Honig um den Bart schmieren. Ganz im Gegenteil, wir vertreten eine Haltung und dazu gehört ist, man hat sich auch zu lange zu rar gemacht als Landwirt aus der Politik. Kein Vorwurf, ihr habt einen 16-Stunden-Tag, 20-Stunden-Tag, teilweise und. Nur, man kann natürlich schwerlich erwarten, dass diejenigen, die vielleicht in den Städten groß geworden sind, überhaupt gar keine emotionale Verbindung zur Landwirtschaft haben, dass die auf einmal anfangen, in den Parteien, und darauf kommt es an, in den Parteien landwirtschaftliche Evidenz zu hinterfragen oder zu kommunizieren. Ganz ehrlich, dass hier zwei vor euch und ihnen sitzen, die keine Landwirte sind, aber die zur Landwirtschaft bekennen, das ist eigentlich ein Glücksfall. Eigentlich kämpft ja auch jeder selber für seine eigenen politischen Ziele. Ich habe nichts, wir haben nichts davon, wenn es Landwirten gut geht. Ich bin nicht beteiligt an einem Betrieb, nichts, aber auch keine landwirtschaftliche Ausbildung. Was ich damit sagen will ist, gerne ein bisschen zugespitzt, Leute, ihr müsst demonstrieren, das ist alles wunderbar. Aber ihr müsst dahin gehen, wo die Entscheidungen getroffen werden. Jetzt müssen nicht alle morgen im nächsten Deutschen Bundestag sitzen. Aber ich gebe ein Beispiel. Wenn wir in meiner Heimatstadt in Aachen, wo ich im Stadtrat sitze, die Petition der Grünen, meine ich, diskutieren oder im Kreistag auch diskutieren, Glyphosatverbot ab sofort auf öffentlichen Flächen. Da hebt keiner den Finger und sagt, Leute, kriegt ihr das eigentlich hin? Weil wie wollt ihr eigentlich dann Unkraut bekämpfen? Mit Hitze, mit Feuer, stellt ihr drei Leute zusätzlich im Bauhof an. Wie geht das eigentlich? Keiner sagt, das funktioniert nicht. Die Bahn ist der größte Glyphosatanwender in ganz Deutschland. Ja? Aber auf der kommunalen Ebene schon, erhebt keiner den Finger. Und dieses politische Frühwarnsystem, dass bestimmte Dinge, die man sich vielleicht wünscht, fachlich gar nicht funktionieren, das ist nicht da. Und da seid ihr gefordert und da sage ich mir keinen Honig mehr im Bart, wenn man nicht selber für seine Interessen auch innerhalb des politischen Systems kämpft. Und nicht nur bei Demos, ganz ehrlich, drin wurde die Düngeverordnung diskutiert, draußen wurde demonstriert, total toll. Aber wenn drin die Entscheidungen fallen, dann ist doch das sozusagen schon vorbereitet. Ihr müsst viel, viel früher eure Stimme erheben auf der Straße, das ist alles fein, solange es alles juristisch super ist und das war in den allermeisten der Fälle. Aber auch in den Institutionen, wo wir wirklich was bewegen können. Und das sind die Parteien, welche auch immer euch da vielleicht am nächsten steht. Trotzdem vielleicht ergänzen, ich glaube, der Druck auf der Straße war enorm wichtig. Das war vielleicht was auch in der Vergangenheit zum Teil gefehlt hat, weil sich natürlich Verbandsvertreter natürlich intern getroffen haben zu Runden, mit der Ministerin oder mit dem Landwirtschaftsminister am Tisch saßen und diskutiert haben und sich dann vielleicht auch gebauchmisselt fühlten, weil man sagt, na, was man so als Politiker sagt, das Anliegen nehme ich mit. aber ich glaube, diese beeindruckenden Bilder auf der Straße, wir haben es in Dresden erlebt, wir haben es in Berlin erlebt, in vielen, vielen anderen Städten deutschlandweit, ich glaube zum ersten Mal, wo die Leute echt gesehen haben, oh, die haben ein Anliegen. Und das sind viele. Das ist nicht nur eine ganz, ganz kleine Minderheit. Wir werden es, also erstmal danke dafür. Die Frage war auch ein kleines bisschen anders gemeint. Ich glaube, oder vielleicht könnte man nur sagen, befürchte, es wird sich zuspitzen in den nächsten Jahren, sicherlich auch in den nächsten 5 Jahren erst, aber nichtsdestotrotz, im Moment sprechen alle darüber, die Dachlatten werden knapp und Baumaterial generell wird knapp, über Lebensmittel redet noch gar keiner. Aber vermutlich stehen wir in 5 Jahren an dem Punkt, wo wir darüber reden, dass Lebensmittel knapp werden, sicherlich nicht zuerst bei uns, sondern woanders auf der Welt, wo wir hin exportieren. Aber man kann durchaus ja den Faden weiterspinnen, wenn wir diese gesellschaftliche Stellung der Landwirtschaft weiterspinnen für die nächsten Jahre. Wie sieht denn dann das Zukunftsbild aus? Und wenn wir dann vielleicht irgendwann entscheiden, jawohl, wir machen alle 30, 40, 50, 60% biologische Landwirtschaft, ernten dann nur noch 60%, dann fehlen eben durchaus mal 2 Millionen, 3 Millionen, 10 Millionen, 15 Millionen Tonnen, je nach Umfang der Reduktion, die wir ja exportieren.
nach Marokko, Algerien, Ägypten. Ich sage nur, arabischer Frühling mal als Stichwort. Ich meine, das ist nie passiert, weil die alle kein Fernsehen mehr gucken konnten, sondern weil eben auch Lebensmittelpreise und so weiter gestiegen sind, Geldentwertung passiert ist. Also diese gesellschaftliche Akzeptanz, die hier bei uns nicht da ist, führt natürlich durchaus auch in der Außenpolitik zu Dingen, die wir so gar nicht den Leuten rüberbringen können. Ja, das muss auch politisch geschehen, zu sagen, Leute, wir müssen unsere Landwirtschaft hier gesellschaftlich schätzen, weil das hat auch außenpolitisch einen großen Einfluss, vor allen Dingen, denke ich, in den nächsten 5 Jahren. Und deswegen müssen wir einfach, ist es auch Aufgabe der Politik zu sagen, Leute, auch im eigenen Interesse, aber auch im weltpolitischen Interesse ist es wichtig, dass unsere Landwirtschaft produktiv ist. Ja. Nicht nur für uns. Wir kommen zur nächsten Frage. Das ist eigentlich, Klaus, dein Thema. Denke ich, kannst du vielleicht auch gleich anschließen. Tierwohl wäre die Frage. Der Herr Rocker hat es ja schon angesprochen in seinem Eingangsstatement zur Lage der deutschen Landwirtschaft. Uns geht es bei dem Punkt Tierwohl auch um die Machbarkeit und die Bezahlbarkeit. Machbar ist das alles. Das Problem ist, wenn jemand heute einen Stall hat, der vielleicht erst 5 oder 10 Jahre alt ist, zum jetzigen Stand alle Vorgaben erfüllt. Aber was ist, wenn neue Vorschriften kommen, wie will man das bezahlen? Das ist halt das Stichwort Beichert-Kommission, die tagen ja momentan, werden ja auch die ersten Konzepte entwickelt. Wie steht die FDP dazu? Wie stellen Sie sich sowas vor? Also zunächst mal will ich festhalten, der Herr Borchardt hat zu Beginn der Kommission erklärt, als die Kommission ins Leben gerufen wurde, dass die jetzige Tierhaltung gegen Gesetze verstoßen würde, und zwar pauschal. Ich weiß nicht, ob das Zitat bekannt ist. Das hat mich sehr verärgert, weil er als ehemaliger Minister es wissen sollte, dass natürlich, wie Tiere gehalten werden in Deutschland, genehmigt wurde von den Behörden und regelmäßig Kontrollen stattfinden. Da ist so eine pauschale Aussage, Tierhaltung wäre häufig nicht gesetzeskonform, hat es, glaube ich, geheißen, ich kann es nicht wörtlich wiedergeben. Das ist schon empörend, weil da eben in Bausch und Bogen ein ganzer Berufsstand als kriminell sozusagen dargestellt wird. Zwei Gedanken dazu. Der erste ist, wir sollten mal vielleicht uns den Blick gönnen in andere Länder, allein schon andere Länder Europas, wie die Haltung da erfolgt. Meinetwegen nach Südeuropa, nach Osteuropa. Ich behaupte, dass wenn wir immer weiter draufsatteln, auch bei der Tierhaltung in Deutschland, immer neue Auflagen machen, dass wir nur den Effekt provozieren, dass Tierhaltung in Deutschland beendet wird. Das sehen wir gerade ganz aktuell im Schweinemarkt, sehen wir auch bei Milchvieh und anderen Bereichen auch. Aber der Verbraucher ja diese tierischen Produkte weiterhin konsumiert. Also er kauft sie dann nur, wenn sie, bei den Legehennen haben wir das vor ein paar Jahren gesehen, aus den oder über die deutschen Grenzen hinaus ins Ausland verschoben werden und dann die Produkte eingekauft werden, importiert werden, exportiert werden sozusagen nach Deutschland. Deswegen ist überhaupt niemand damit genutzt, wenn man die Daumenschrauben immer fester andreht und immer höhere Vorgaben macht. Was wir eigentlich brauchen, da komme ich zu dem Thema, was machen wir eigentlich, wenn immer neue Auflagen verabschiedet werden? Wir bräuchten eigentlich mal ein Auflagenmoratorium, damit der Landwirt, der Tierhalter in diesem Fall, der vielleicht in einen neuen Stall gerade investiert hat, der einen Kredit aufgenommen hat, der 20 Jahre abgezahlt werden muss, vielleicht dann erst auch in schwarze Zahlen kommt, wenn die Zinsen nicht mehr gezahlt werden müssen. Wenn der nach 5, 7 oder 8 Jahren neue Auflagen erhält, der muss dann nachinvestieren. Der muss dann vielleicht nochmal 50% des Geldes in die Hand nehmen, um die Boxen zu vergrößern oder weiß der Kuckuck was. Nicht vielleicht, sondern ganz sicher. Und jetzt war die Frage nach dem Wie. Ja, also Auflagenmoratorium ist ja schon mal verständlich. Ja. Also Auflagenmoratorium heißt, dass für einen bestimmten Zeitraum X keine neuen Auflagen für Landwirte erlassen werden, weil sie erstens in Deutschland schon höher sind als in fast allen anderen EU-Mitgliedsländern, vielleicht abgesehen von Skandinavien, und zweitens, weil eine produktive, unternehmerische Landwirtschaft mit Tierhaltung nicht möglich ist, wenn alle paar Jahre was Neues kommt. Also klare Antwort, keine zusätzlichen Auflagen. Und der zweite Punkt, Borchardt-Kommission. Ich glaube nicht daran, dass dieses Geld, was, das weiß man nicht wie, per Steuer oder per Abgabe den Leuten sozusagen abgenommen werden soll und an die Landwirte fließen soll, dass das auch funktioniert. Also wir kennen es vom Soli, ja. Bei aller Wertschätzung, ich bin hier im schönen Sachsen, das Geld fließt ja, was im Soli angenommen wird, schon seit Jahren nicht mehr nach Ostdeutschland, obwohl es ja eine Abgabe ist, die eigentlich zweckgebunden verwendet werden müsste. So, und das Problem ist halt, wenn schon bei einer zweckgebundenen Abgabe das nicht funktioniert, sie zweckgebunden zu verwenden, dann glaube ich noch viel weniger, dass das bei einer Steuer funktioniert, die ja allgemein im Haushalt untergeht. Und das wird also nicht funktionieren, wenn man eine Steuer macht. Ich glaube, wir sollten mal damit aufhören, immer noch weiter oben drauf zu satteln. Da ist Deutschland sehr groß drin, auch alles, was aus Europa kommt. Wir machen es noch ein bisschen
ordentlicher oder noch ein bisschen radikaler, was die Umsetzung anbelangt, sondern einfach mal zu sagen, hey, lasst den Landwirt Unternehmer sein und lasst ihn investieren und lasst ihm auch die Chance, die Rendite sozusagen auch aus seinem Investment, die das in anderen Branchen eigentlich gang und gäbe sein sollte. Vielleicht noch einen kurzen Gedanken, was gern so gerade auf der grünen Seite immer so ausgespielt wird, Betriebsgrößen. Große Betriebe, kein Tierwohl ist Industrie, das ist ja immer so das Label, was man da reincheckt, und möglichst klein, alles gut. Und ich meine, die Realität sieht anders aus. Wir wissen, es gibt große Betriebe, die hervorragend sind, die wirklich tierwohlorientiert sind. Und das lässt sich nicht daran festmachen. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so eine romantische Verklärung kommt, dass nur wenn 3 Kühe im Stall stehen, ist es besonders gut. Und wenn 200 stehen, ist es falsch. Ich glaube, dann sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja. Also unser Gedanke ist halt der, also ich fange mal umgedreht an. Sie haben gesagt, Moratorium, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Und immer noch, wenn EU-Recht umgesetzt werden soll, sattelt der Bund was drauf, genau. Und dann kommt das Land Sachsen oder das Land Bayern und stimmt uns nochmal, weil wir können es ja noch besser und wir wollen es noch besser umsetzen obendrauf. Da bin ich voll mit Ihnen d'accord. Sie sagen aber, keine Steuerbegründung haben Sie geliefert, keine Abgabe. Aber uns wäre es natürlich am liebsten, es würde dann über den Produktpreis beim Landwirt wieder landen. Klar. Aber das Problem ist ja das, wenn ich jetzt ein Schwein auf Stroh stelle, dann muss es auch im Lebensmitteleinzelhandel im Endeffekt auch umgesetzt werden. Und wenn, das wird auch umgesetzt, aber das ist dann eine Nische. Aber wenn ich ganz Deutschland auf Strohschweine setzt und die müssen dazu umbauen, sagen sie selber, und das, der Meinung bin ich auch, wenn viele aufhören, wenn der Stall irgendwann bezahlt ist und das nicht mehr zulässig ist nach der Umbaufrist, werden viele aufhören und die Produktion wird abwandern. Aber die Frage nach dem Wie bleibt für mich eigentlich immer noch so, die Finanzierung, das ist das große Problem bei der ganzen Geschichte. Aber Sie unterstellen ja, dass viele Dinge gemacht werden müssen. Unsere oder meine Ausgangssituation ist eine andere. Ich glaube, wir brauchen auch in der Politik mal wieder den einen oder anderen, der sagt, Leute, es geht den Tieren in Deutschland besser, als ich behaupte, das ist eine Pauschalierung, aber ich behaupte, als im gesamten südeuropäischen Bereich, auch als im gesamten osteuropäischen Bereich. Egal ob Rind, ob Schwein, ob Geflügel. Da mag es Ausnahmen geben, da mag es Einzelbranchen geben, wo es anders ist. Skandinavien sind wahrscheinlich vergleichbare Standards. Aber sobald Sie nach Süden oder nach Osten gucken, ist das anders. Wir begeben uns, das machen Sie auch, so leicht in die Situation, ja, wie wollen wir das eigentlich finanzieren? Können wir nicht nochmal grundsätzlich die Frage stellen, ob das erforderlich ist? Ob wir nicht grundsätzlich wirklich einfach mal einen Flock einschlagen müssen, den Rücken auch gerade machen als Politik, nur weil die gesellschaftliche Stimmung das erfordert? Müssen wir das wirklich mitgehen? Müssen wir wirklich das sagen? Da bin ich völlig bei. Ja, ja, aber es wird gleich unterstellt. Da bin ich völlig bei. Das Problem ist nur, wenn Gerichte Entscheidungen treffen und nicht mehr die Politik oder wir dann im Endeffekt auch nichts mehr sagen können, weil da sind wir dann alle im Endeffekt da und sind gefesselt, weil ein Richter sagt, Schweine oder Rinder sollen oder dürfen, nicht sollen, sondern dürfen dann in Deutschland so nicht mehr gehalten werden. Aber das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Wir sind da nicht im Endeffekt mit anderen vergleichbar, weil wir zu anderen Standards produzieren und in dem Fall dann eben müssen. Wenn wir jetzt das abwechseln, da darf ich ganz kurz einhaken. Da haben wir den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31.12. letzten Jahres gehabt. Da war Deutschland im Besitz der EU-Ratspräsidentschaft. Das wäre eigentlich der Zeitpunkt gewesen, mal davon wegzukommen, immer nur national obendrauf zu satteln, sondern eine Initiative zu starten, die wirklich zu vergleichbaren, ich nenne es jetzt mal Produktionsstandards innerhalb Europas kommen. Dass wir also tatsächlich diese Verzerrung nicht mehr haben oder zumindest sie angleichen könnten, nicht mehr so die Schere nicht noch weiter auseinandergehen lassen, wenn wir sagen, okay, in Spanien muss es Standards geben, die sich an denen von Deutschland orientieren. Das wäre ja schon mal ein Schritt. Also, dass diese Schere sich schließt. Wenn wir über Borchardt sprechen, geht die Schere erstmal immer weiter auf. Weil ich sage, in Süd- und Osteuropa wird keiner sagen, Mensch, der ehemalige Landwirtschaftsminister Borchardt, toller Typ, umgenommen. Aber so machen wir das jetzt auch. Das hat schon ganz häufig nicht funktioniert, dass wir sozusagen unsere nationalpolitische Entscheidung treffen und geglaubt haben, die ganze Welt macht jetzt mit, ob das Energiewende ist, ob das Elektromobilität, viele andere Dinge auch, das funktioniert auch nicht in der Landwirtschaft. Deshalb wäre das eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wenn man schon sozusagen diese Funktion inne hat, zu sagen, lass uns doch mal dafür werben, dass wir zu einer Angleichung kommen, dafür werben, dass eben da diese Schere nicht weiter auseinandergeht. Und das wurde leider versäumt. Das wäre der dritte Schritt. Also erstens die Frage stellen, muss Deutschland wirklich noch mehr machen? Zweitens, wäre es nicht viel schlauer, dass die anderen sozusagen mal überhaupt nachziehen müssen? Und drittens, können wir nicht unsere Landwirte tatsächlich mal denen die Sicherheit geben, dass es ein Moratorium gibt und sie nicht innerhalb der Finanzierungsphase ihres letzten Stalles, ihres letzten Investments nochmal Geld nachschießen müssen? Das wären drei ziemlich konkrete
Anliegen, die wir gerne in Regierungsarbeit umsetzen würden, wenn uns der Wähler das zugesteht. Wir schätzen Ihren Optimismus in dem Punkt. Wir können auch alle weinen miteinander, das hilft ja nichts. Wir können ja unsere Betriebe irgendwie so ausstatten, dass es irgendwie weitergeht. Wichtig wäre durchaus ein Plan B für den Fall, dass es doch sich andere Kräfte durchsetzen, um dann einfach auch das Thema, was Klaus angesprochen hat, die Frage nach Henne und Ei. Ne? Wenn also der Verbraucher entscheidet und nie die Politik, und wenn aber die Politik sagt, das ist unser Standard, und der Verbraucher entscheidet, nee, Osteuropa ist mein Standard, weil das etwas preiswerter ist, dann haben wir alle nicht gekonnt, außer dass wir eine Abwanderung der einmal landwirtschaftlichen Kraft haben, aber eben auch der Arbeitskraft. Ja. Gut, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Deswegen sicherlich ein Punkt, um eine bewusste Verbraucherentscheidung an der Ladentheke zu erzeugen, ist natürlich eine eindeutige, ist auch viel diskutiert, aber eine eindeutige Kennzeichnung. Ja, wenn der Verbraucher sieht, was ist hier in der Verpackung drin, wie hat das Tier gelebt, wie ist es aufgewachsen, wo und wie ist es geschlachtet worden. Ist es die Importware, die billig produziert ist, oder ist es eben heimische Ware? Der Lebensmitteleinzelhandel wirbt sehr stark mit Regionalität, aber unterm Strich ist eben doch das Gros in der Theke, doch was gekauft wird, eben preiswert, oder ich will nicht sagen billig, abwerten will ich zu Lebensmitteln nicht so sein, aber es ist eben dann doch der Griff zum Preiswerten. Und da einfach die Frage, wie kriegen wir es hin, eine eindeutige Herkunftskennzeichnung für den Verbraucher transparent hinzukriegen, damit eben die deutsche oder einheimische Ware, regionale Ware gekauft wird? Also, das ist, die Frage an die Politik zu richten, ist schlau, aber ich weiß nicht, ob das wirklich eine politische Aufgabe ist. Das sind ja eigentlich ein Labeling. Ja, also würde ich es anders formulieren. Wie bewegen wir den Lebensmitteleinzelhandel dazu, sich in seiner Marktmacht so darzustellen, dass er das nie hoffnungslos ausnutzt? Also, ich ergänze es gleich noch. Wie schützen wir den Verbraucher, ich sage jetzt mal das Wort Verbraucherschutz, davor, eine Fehlentscheidung zu treffen an der Ladentheke, indem er zwar gut und günstig oder sonst irgendwas immer glaubt, dass es auch wirklich gut ist, günstig ist es dann meistens, aber dass er wirklich, wenn da draufsteht, Edeka oder deutsche Markenbutter, ist auch so ein Punkt, ja, ist denn da wirklich deutsche Milch dann auch drin? Und das ist momentan nicht erkenntlich. Also vielleicht bevor du dann zur fachlichen Beantwortung kommst, nochmal der allgemeine Gedanke. Ich glaube schon, dass es ein steigendes Bewusstsein für Regionalität gibt. Und zwar mehr als für Bio, würde ich sogar sagen. Weil die Leute sagen, was aus meiner Region ist, ist mir im Zweifelsfall auch etwas mehr wert. Ich weiß, dass wir immer die Preisdiskussion haben und wir werden die auch nie ganz wegbekommen, weil natürlich auch Einkünfte unterschiedlich sind und auch die Wertschätzung für den Einkauf von Lebensmitteln auch unterschiedlich ist. Und da fällt vielleicht ein Bundestagsabgeordneter eine andere Kaufentscheidung als die Supermarktkassiererin selbst. Muss man einfach so sagen. Trotzdem glaube ich, es gibt die Chance, mehr für Regionalität zu werben. Und ich sage mal, in einigen Bereichen haben wir es ja. Nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel aus der Landwirtschaft, den sächsischen Wein. Der sächsische Wein ist viel teurer als andere Weine. Der Anbau hier viel schwieriger unter den Bedingungen. Wir haben viel weniger Ertrag als die Kollegen vielleicht an der Mosel, am Rhein oder in Frankreich oder gar in Spanien. Und Niedersachsen. Habt ihr Niedersachsen Wein? Mittlerweile. An den Bahnhängen. Trotzdem verkauft sich der Wein überwiegend in Sachsen. Es geht relativ wenig über die Landesgrenze hinaus. Ich glaube 70-80% Da haben wir aber ganz klar eine Herkunftskennzeichnung. Da steht exakt. Weil eine Herkunftskennzeichnung ist und weil die Leute darauf vertrauen können, wenn draufsteht Meißner Wein, kommt der auch aus Meißen und wird es nicht aus Ungarn abgefüllt und dann irgendwie in Meißen verkauft. Das ist der Punkt. Und ich glaube, wenn man so ein System hinbekommen würde, da ist die Frage, wie muss man die Weichen stellen, gäbe es auch ein Bewusstsein und eine Bereitschaft dafür, ein Stück weit einen vernünftigen Preis zu zahlen? Also unser Gedanke geht halt dahin, es muss für den Verbraucher, also aus meiner Sicht, nachvollziehbar sein, wenn er die Wagner-Pizza im Laden kauft. Ja. Ja, sind da die Flüssigeier aus der Ukraine drin? Ja, und wo kommt das Mehl her? Also wenn da wirklich dann eine Deutschlandfahne drauf ist, dann weiß ich, das Ei ist aus Deutschland. Die Tomaten sind vielleicht aus Deutschland und das Mehl ist aus Deutschland. Aber bei so einem Verarbeitungsprodukt steht ja dann oft drauf Restaurante und dann war es das. Oder auf der Rückseite steht drauf, hergestellt für irgendeine Stiftung im Schwäbischen. Ja. Ja? Und das ist, denke ich, das größte Problem an der ganzen Geschichte, weil der Verbraucher, gerade wenn quasi Verarbeitungsprodukte, auch wenn Fleisch nur mariniert wurde und im Endeffekt dann in die Vakuumschale reinkommt, dann steht da nur noch drauf, wo es verpackt wurde, aber nicht, wo das Fleisch herkommt und wie das, die Sau oder das Rind gehalten wurde. Und da
wäre uns mal wichtig, wie stehen Sie dazu, dass man wirklich da eine deutsche Fahne drauf macht oder eine chinesische Fahne, wenn die Chinesen im Endeffekt die Tomaten nach Italien transportieren, dort verpacken lassen oder die Italiener verpacken sie und dann ist es auf einmal die italienische Tomate. Das ist Verbrauchertäuschung. Also gibt es überhaupt gar keine Dissens oder so, das kann man gerne tun. In anderen Ländern wird es gemacht, also die Franzosen kaufen, wenn ich das richtig verfolge, sehr auch national bewusst ein. Ja? Also ist auch dann auch eine Frage der Qualität und so. Das kann man gerne machen, nur es ist in erster Linie eine Aufgabe sozusagen des Einzelhandels und vielleicht auch der Erzeugerkooperation, wie man das auch immer, also Politik, würde ich sagen, ist da noch nicht mal der richtige Ansprechpartner. Wenn es da Möglichkeiten gibt, das zu unterstützen, total gerne. Nur ich warne davor, zu glauben, dass der Verbraucher, also sagen wir andersrum, es gibt ja auch dann so Grenzfälle, ne? Also Leipziger Allerlei, soweit ist der Leipzig nicht entfernt, das ist ja auch eher ein Rezept. Ne? Darauf sollte man nicht zwangsläufig, oder serbische Bohnensuppe, nicht? Also das ist halt auch ein Rezept, da muss man aufpassen. Ja, da ist ja kein Serbe drin, ne? Nein, das sowieso nicht. Hoffentlich nicht. Gott, oh Gott, oh Gott. Also da ist kein Menschenfleisch drin, ganz bestimmt nicht. Aber man muss eben auch differenzieren zwischen, was ist ein Rezept und gibt wieder, wie etwas gewürzt wurde, meinetwegen abgeschmeckt wurde, wo stammt es her. So, und ich warne davor, das war mein Gedanke, ich warne davor zu glauben, dass wir alleine durch Schwarz-Rot-Gold auf den Lebensmitteln und dann ist dann nur Vorprodukte aus deutscher Erzeugung, dass wir damit wirklich alle Probleme lösen könnten. Da möchte ich also gerne niemandem Honig um den Bart schmieren. Ich fürchte, dass das dazu führen wird, einerseits sehr wohl, dass mehr Menschen dazu greifen werden, aber wenn ich es wirklich darauf anlege als Verbraucher, dann kann ich in vielen Bereichen das auch jetzt erkennen. Also Obst ist immer ein wunderbares Beispiel, nicht? Wenn ich da was aus dem alten Land aus Niedersachsen habe und gleichzeitig daneben Äpfel aus, keine Ahnung, Neuseeland liegen habe. Dann, ich kenne die Zahlen nicht im Detail, aber dann ist es halt nicht so, dass alle zu den Äpfeln aus dem alten Land greifen. Zwei Dinge, die muss man auch von jedem Verbraucher abverlangen, dass er so grob zumindest weiß, ob es im Winter Erdbeeren gibt oder nicht. Also das muss er wissen und die können nicht aus Deutschland sein. Ja, außer aus bestimmten, ja, jetzt kommen bestimmte Anbaumethoden und so weiter. Aber grundsätzlich eher in der Masse nicht. Und wenn ich Blaubeeren kaufe, Heidelbeeren kaufe, dann sind die, wenn ich mich ein bisschen damit umtue, dann kommen die aus Peru und die Leute kaufen sie. Häufig genug. Oder aus Spanien. So, also was ich nur sagen will, ist, bitte nicht zu euphorisch werden, selbst wenn sich Einzelhandel und Erzeuger und Politiker an einen Tisch setzen und sagen, wir machen überall Schwarz mit Gold drauf, wird das nichts dazu führen. Der Verbraucher ist leider Gottes, wie er ist, das sage ich auch in einem Wahljahr, der behauptet zu 90%, wenn er gefragt wird, ob sie mehr bereit wären, mehr Geld zu bezahlen, ja, mache ich 90%, Sonntagmorgen ruft Forsa an, was halten Sie davon? Ja klar, kostet mich ja nichts, die Aussage. Aber wenn es dann zum Schwur kommt an der Ladentheke, sind es nur 10%, die es tun. Und das ist in anderen, sagen wir mal, Lebensmittelgruppen anders als beim Tier gerade war. Da mag es sein, vielleicht beim Gemüse ein bisschen anders. Aber glaubt bitte nicht, dass man das macht und schon ist das alles. Politik, letzter Satz, Politik hat die verdammte Aufgabe, auch endlich den Rücken gerade zu machen und zu sagen, Verbraucher, wenn du Qualität willst, dann verdammt nochmal, musst du dafür etwas mehr, oder wenn du bestimmte Regionalität willst, musst du dafür auch tief in die Tasche greifen. Das funktioniert bei den Autos, die auf dem Hof draußen stehen, die einen Stern davon drauf haben oder wo BMW drauf ist. Da würde keiner sagen, ich will den BMW aber zum Preis eines Dacia, ja, aus tschechischer Produktion und wo auch immer. Nur bei Lebensmitteln funktioniert es angeblich nicht und das will ich nicht glauben. Das ist Aufgabe von Politik, den Leuten auch zu sagen, Qualität, Regionalität kostet Geld und du musst verdammt nochmal dafür auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Entschuldigung Stefan, ich möchte bei der Frage noch einmal ganz kurz konkret werden. Wie steht die FDP dazu, zum Beispiel im Bereich Butter, da steht deutsche Markenbutter drauf. Ich habe bis vor 2 Jahren auch geglaubt, da ist auch dann wirklich deutsche Butter drin, die ist auch in Deutschland gemacht, die Butter. Aber Milch, die kommt zum Teil aus Frankreich, die kommt aus Tschechien oder aus Polen und das kann der Verbraucher beim besten Willen nicht nachvollziehen. Also unser Denkansatz ist da so, dass es wirklich dann klar gekennzeichnet sein muss und da einfach nur mal mit einem Ja oder mit einem Nein und dann hätten wir den Themenblock vielleicht da abkackt, dass wir weiterkommen. Aber da wollen wir einfach nur noch mal so, ja, ohne große Ausschweifung, wie steht die FDP zu solchen Verarbeitungsprodukten? Ja, klar, wenn ihr das auf den Weg bringt, würde Politik doch, aber das sind, glaube ich, würde keine Fraktion anders beantworten, keine Partei, dann macht das. Weiß ich nicht, also es gibt keinen Grund dafür, es anders zu beantworten.
Ja, gut, Sie haben eigentlich die Kurve ganz gut gekriegt in Ihrem letzten Satz, deswegen lassen wir das jetzt mal so stehen. Es geht weniger um die Flagge auf der Verpackung, sondern es geht um die Standards und die müssen transparent sein und nachvollziehbar sein. Und da sind wir an dem Punkt, wo wir das noch nicht haben. Aber ihr sprecht jetzt von der Kennzeichnung, ihr sprecht nicht von Standards. Ja. Wie die, das, sorry, also da müsst ihr ja, auch... Aber das ist die nächste Frage, ja. Ah ja. Wo wir hinführen. Und das hatten Sie schon angedeutet, im Grunde, dass Sie, sage ich mal, weniger um die Kennzeichnung an sich, sondern mehr das Gewicht auf die Standards legen. Und das, denke ich, ist schon der richtige Ansatz. Das haben Sie in den letzten Satz rübergebracht, die Standards in den Fokus zu rücken, die dann eben auch nachvollziehbar sein müssen. Also das ist, ja, die Importware ist angedeutet worden. Wie kriegen wir das hin? Und das ist unsere feste Überzeugung. Wir können das ja nur über eine Transparenz erreichen, dass das Verständnis beim Verbraucher reift. Was erreiche ich mit meiner Konsumentscheidung? Und das haben wir im Moment, glauben wir, so nicht transparent, dass für alle sichtbar ist, aha, was konsumiere ich hier eigentlich? Es ist ein Punkt, also sag mal hier in Sachsen, ich weiß nicht, die Sachsen werden es kennen, Sachsenmilch, ne? Als Produkt, als Marke, einer großen Molkerei, sage ich mal, ohne einen Namen zu nennen, denkst du natürlich jetzt, als Lokalpatriot kaufst du sächsische Milch. Wenn du siehst, wo in Leppersdorf die Milchfahrzeuge herkommen, die Milch anliefern, kann man dich nicht mehr aus Sachsen. Das ist schon ein Punkt, ne? Dass man, sage ich mal, Regionalität rüberbringt als Marke und aber ein anderes Produkt drin ist. Also ja. Ich meine, insofern kann ich das absolut nachvollziehen, wie Sie argumentieren. Gut. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Deswegen rücken wir zum nächsten Themenblock. Weg von der aktuellen Lage und kommen mehr zu der rückwärtsgewandten. Wir sind ja in einer Situation, ist ganz am Anfang angesprochen, es waren Demonstrationen notwendig und es ist ja nie aus Jux und Dollerei demonstriert worden, sondern gab es konkrete Ansätze, weil in weiten Teilen auch Vertrauen in die Landwirtschaft verspielt worden ist. Lange Zeit haben die Landwirte stillgehalten, es gab immer wieder Reformen und Veränderungen, es gab auch eine Novellierung der Düngeverordnung, das ist auch alles stillschweigend hingenommen worden und dann kommt eben die Novelle von der Novelle und dann ist irgendwo mal der Geduldsfaden gerissen. Also das ist so der nächste Themenblock. Wie schaffen Sie es als FDP, das verlorene Vertrauen wieder zu gewinnen? Und da vielleicht, wir wollen nicht zu lange drauf rumreden, aber Düngeverordnung ist so ein Punkt, da ist Vertrauen verloren gegangen. Das kann und muss auch in den nächsten Jahren wieder gewonnen werden. Das kann nicht so sein, dass wir jetzt sagen, das ist der Status quo für die nächsten 10 Jahre, sondern es muss auch dort ein weiterer Prozess, und zwar zügig, kommen, um dort auch wirklich die Themen, die einfach offen sind oder ja, nicht, zum Teil nicht nachvollziehbar sind, einfach auch zu klären. Nächster Punkt wäre Insektenschutzpaket als aktueller Punkt. Ein Thema speziell in Sachsen ist das Wolfsthema, wo wir auch sagen, Sachen komplett nicht nachvollziehbar. Und dann können wir vielleicht noch weitergehen, aber das wären so die drei Themenkomplexe: Düngeverordnung, Insektenschutzpaket, Wolfsschutz. Dort sind Entscheidungen getroffen wurden, die für uns so nicht nachvollziehbar sind. Wie gewinnt die Politik, wie gewinnen die Parteien wieder Vertrauen bei den Landwirten? Welche Gedanken gibt es dort bei den angesprochenen Punkten? Also ich fange mal mit der Dünge, du machst wahrscheinlich den Wolf als sächsischer Betroffener. Ich bin zwar auch betroffen, Niedersachsen, aber ihr habt den ja schon viel länger. Also Stichwort Düngeverordnung. Man hat da was gemacht vor einem Jahr oder vor einem guten Jahr, ohne tatsächlich zu schauen, was sind eigentlich die potenziellen anderen Verursacher, sondern man hat das gemacht, was ich glaube ich eingangs versucht habe zu beschreiben. Man hat einen Missstand in Anführungszeichen oder will etwas beheben oder bewegen und ruft ganz schnell, haltet den Dieb, der Dieb ist dann immer der Landwirt, ne? Der klar eine große Verantwortung trägt, auch für Grundwasserschutz gar keine Frage, aber eben andere gesellschaftliche Akteure in Anführungszeichen ausgeblendet wurden. Also ich will nur ein Beispiel machen. Eine Anfrage, die ich mal gestellt habe an die Bundesregierung, ob sie weiß, wie viel der Abwässer aus menschlichen Haushalten, Privathaushalten und gewerblich überhaupt bei den Kläranlagen landen, hat zutage gefördert, diese Anfrage, dass ich glaube, es sind dann nur 70% der Abwässer, die durch die Toilette, durch den Abfluss gehen, auch bei der Kläranlage nur landen. Das heißt, 30%, die diffundieren ja nicht da unten, nicht, sondern das geht dann durch Risse, Löcher oder was auch immer ins Erdreich.
und versickert dann oder versackt dann im Boden und landet dann früher oder später auch im Grundwasserkörper. Und du kannst es halt nicht mehr nachvollziehen, ob Nitratwerte von tierischen oder menschlichen Exkrementen stammen. So. Da wäre es schlau gewesen, anstatt jetzt sozusagen die Novellierung der Novellierung zu machen. Ich glaube, das letzte Mal war 2017 erst dran. Man hat überhaupt nicht erkennen können, welche Auswirkungen die damalige Novellierung überhaupt gehabt hat auf die Grundwasserkörper. Da setzt man schon eins drauf. Vielleicht auch, weil bestimmte NGOs besonders laut geschrien haben, hier muss was getan werden. Klar saß Brüssel auch im Nacken, aber wenn wir uns mal angucken, wie diese die Messstellen angeordnet sind, dann wissen wir sehr schnell, dass man in anderen europäischen Ländern ein ganz anderes System hat, ein ganz anderes Messstellennetz, wo repräsentative Ergebnisse herbeigeführt werden und wir eben mit so einem Belastungsnetz da oder operieren, ist doch klar, dass dann auch ganz falsche Werte nach Brüssel gemeldet werden. Also Rücknahme der Düngeverordnung, der letzten Düngeverordnung, das wäre ein Schritt zu, sagen wir mal, mehr Fairness für den Landwirt in Deutschland, für den Ackerbauern in Deutschland meinetwegen und für, ja, für Landwirtschaft insgesamt, weil diese deutschen Alleingänge, die wir haben, auch beim Thema Düngeverordnung ein Stück weit wieder rückgängig gemacht werden können. Also da muss ich sagen, da hat Gero Hocker jetzt gesprochen wie der Hochrhein-Klaus vor 14, 15 Monaten auf irgendeiner Demonstration. Ja, also ich muss jetzt mitgeschrieben. Also anscheinend haben sie da entweder mir mal ab und zu mal zugehört oder sie haben wirklich den Bauern zugehört. Aber da muss ich sagen, das, was Sie gerade angesprochen haben, Rücknahme Düngeverordnung, da muss ich sagen, also Respekt, wenn Sie das schaffen, ich wäre da sofort dabei. Ja. Das wundert mich jetzt nicht. Und, nee, wenn Sie das schon gesagt haben. Nee, also da muss ich wirklich sagen, sind wir absolut d'accord. Aber jetzt haben wir morgen, korrigieren Sie mich, aber morgen ist, glaube ich, Agrarministerkonferenz. Ja, es geht um die Pflanzenschutzmittelausführungsverordnung. Insektenschutzpaket ist einmal vertagt worden, aber vertagt, aufgeschoben, sagt man, ist ja nicht aufgehoben. Irgendwann kommt es wieder auf die Tagesordnung. Da wird es momentan um die Umsetzung noch, beziehungsweise um die Zahlungen, die im Endeffekt dann gemacht werden müssen, gefeilt. Aber die reine Ausführungsverordnung, das steht noch im Raum. Und Sie haben es ja schon in zwei, drei anderen Beispielen genannt, diese wissenschaftliche Expertise. Die fehlt uns. Und wer sagt uns denn nicht, wenn in 4 Jahren neu novelliert wird, dass wir im Endeffekt wieder die Buhmänner sind, weil keiner den Status quo festgehalten hat und keiner im Endeffekt uns sagt, was ist denn Stand, was ist denn die letzten Jahre denn auch wirklich gut gelaufen? Ja. Und wo gehen wir denn hin, weil in 4 Jahren wieder novelliert wird und dann fallen wir im Endeffekt hinten runter. Und dieses Vertrauen, das ist ja die Eingangsfrage, das müssen wir Bauern wieder haben, weil wir müssen im Endeffekt wissen, worauf müssen wir denn aufpassen? Wo gehen denn die Reise wirklich hin? Und diese wissenschaftliche Expertise, die fehlt mir. Wenn nur, weil einer bei YouTube oder bei Facebook oder sonst irgendwo einen Eintrag macht, der vielleicht von irgendeinem, ich sage jetzt mal, NGO gesteuert ist oder der Hobby-Ornithologe seine Meinung kundtut, damit kommen wir nicht weiter. Das wäre genau Aufgabe der Politik, solche wissenschaftlichen Gutachten in Auftrag zu geben. Das eine, ich glaube, das Insektensterben ist auch mal dein Lieblingsbeispiel, stammt aus diesem einen Beispiel. Krefeld-Studie. Genau, die Krefeld-Studie, auf die sich alle beruhen. Aber mal eine breite Untersuchung über einen längeren Zeitraum in verschiedenen Regionen, die vielleicht auch was landwirtschaftliche Bewirtschaftung, Wald etc., wo man mal über einen längeren Zeitraum wirklich eine Langzeitstudie macht, das fehlt. Und das wäre eigentlich Aufgabe von Politik, eine fundierte wissenschaftliche Grundlage zu schaffen und daraus die Schlussfolgerung zu ziehen und sich nicht treiben zu lassen von manchen interessengeleiteten, sage ich mal, politischen Agieren. Also das Irre ist ja, dieses Gesetz, also der gesetzliche Teil, nicht der Verordnungsteil, der gesetzliche Teil enthält ja auch gar keine Zielvorgaben, also gar keine Ziele. Was will man eigentlich erreichen, wenn man Insektenbiomasse mehren, also einfach nur sozusagen die Quantität, oder will man Insektenbiodiversität mehren? Das sind, so habe ich es gelernt, ja, das kann ja auch sozusagen rivalisierend sein. Also wenn ich mehr von einer Spezies habe, kann das zulasten der Diversität gehen und andersrum. Darüber findet das Gesetz keine einzige Aussage. Und wir haben das Ministerium mal gefragt, oder die Ministerin gefragt, was wollen Sie eigentlich schützen? Das muss man echt nochmal kommunizieren, auch in den entsprechenden Gruppen. Da steht dann so nebulös drin, ja, irgendwie muss es mehr Insekten geben. Ich mache das jetzt in meinen Worten, da steht da nicht 1:1 so drin, aber in die Richtung geht es. So, sollte irgendwie mehr sein, so. Was genau, weiß ich nicht, mehr von allem und mehr von allem noch viel mehr. Ganz ehrlich, diese Krefeld-Studie, die Thorsten Herbst anspricht, da ist ja innerhalb dieses Beobachtungszeitraums was ganz Interessantes passiert. Um den Standort, wo gemessen wurde, herum, hat es eben immer mehr Naturschutzgebiete gegeben und immer weniger Landwirtschaft.
Also immer weniger Misthaufen unter freiem Himmel, immer weniger Kuhfladen, immer weniger Nutztiere auf der Weide. Ja, und das führt natürlich, wenn Insekten eins brauchen, dann ist das Tierhaltung, Viehhaltung. Deswegen ist es noch nicht mal verwunderlich, selbst wenn man sagt, das ist nicht repräsentativ, ist noch nicht mal verwunderlich, dass es weniger Insekten gibt zwischen diesen Beobachtungszeiträumen. So, und jetzt der dritte Punkt. Ja, man hat gar keine Sicherheit, sich auf irgendwas zu verlassen. Es gibt, völlig zu Recht, es gibt Betriebe in Niedersachsen, da hat man vor ein paar Jahren gesagt, als deren Flächen zu FFH-Gebieten ausgewiesen wurden, das ist ja nur auf dem Papier, müsst ihr euch nichts bei denken. Auf einmal wissen wir, dass FFH-Gebiet heißt, dass da kein Pflanzenschutz mehr ausgebracht werden kann. Und diese Ackerbaubetriebe fallen da zu 100% rein. Zu 100%. Ein Kollege sagte vorhin, meine 1000 Hektar sind alle vollständig rote Gebiete. Die haben aber was ganz ähnlich. Der kann auf keinem Quadratmeter mehr Pflanzenschutz betreiben. Also chemischen Pflanzenschutz. Das ist absurd. Ja, und wenn ich zusätzlich überlege, bei uns in Ostfriesland, das ist vielleicht in Sachsen ein bisschen anders, da haben wir manchmal Schläge, die sind 30 Meter breit und 300 Meter lang und links und rechts ein Gewässer. Jetzt habe ich links und rechts 10 Meter Gewässerrandstreifen zu beachten, wo ich keinen Pflanzenschutz mache. Das heißt, 2/3 der Fläche ist nicht mehr, faktisch nicht mehr zu bewirtschaften wie bislang. Deswegen, wenn es um eine konkrete Frage, was soll man, ich würde das zurückdrehen, dieses Teil, weil ich meine, dass wir auch andere, wie bei der Düngeverordnung auch andere Verursacher mit ins Bild nehmen müssen. Wenn ich mir angucke, wie Vorgärten gestaltet sind, dass da häufig genug eben nur noch Granit und eine Buddha-Figur und ein plätscherndes Wässerchen ist, dann ist das nicht förderlich unbedingt für Insektenschutz oder Insektenbiodiversität. Wenn ich mir angucke, wie sorglos vielleicht auch der ein oder andere Verbraucher Insektizide erwerben kann, der die nicht fachlich angemessen anwendet, sondern teilweise auf versiegelten Flächen, aber der Landwirt 53 Mal kontrolliert wird, ob er das alles richtig macht, dann muss man auch da mal genauer hingucken, ob man da nicht wieder das gleiche Prinzip fährt wie eben. Wir nehmen halt diejenigen, die gesellschaftlich am wenigsten oder weniger Rückhalt haben als vor noch ein paar Jahren, die Landwirte, und das ist zu einfach. Ja. Und da, also das nehmen wir konkret mit, da geht es aber auch ergänzend darum, die Maßnahmen, die ja schon gemacht werden, also klar haben alle ihre Aktie dran, auch die Allgemeinbevölkerung mit Gärten und so weiter, aber natürlich hat der Landwirt in den letzten 10 Jahren schon eine enorme Leistung erbracht. Also mit der zurückliegenden oder aktuell noch geltenden gemeinsamen Agrarpolitik haben wir ja Screening eingeführt. Ja. Mit 500.000 Hektar mehr Zwischenfruchtfläche in Gesamtdeutschland und mit 100.000 Hektar mehr Bracheflächen. Das hat doch eine Auswirkung auf Insektenschutz oder Insektenvermehrung. Das muss doch möglich sein, in einem Ministerium zu bewerten. Zu sagen, was haben wir schon geleistet und nie zu sagen, Landwirtschaft tut nichts für Insektenschutz. Also darum geht es schon zu sagen, einmal diese Stelle zu haben, zu evaluieren, wie ist die Situation tatsächlich über einen längeren Zeitraum und dann aber auch zu bewerten, was leisten wir schon in den zurückliegenden Jahren. Ja. Aber im Übrigen auch nicht alles auf die Landwirtschaft abwälzen, sondern dass die öffentliche Hand auch selbst Vorbild ist. Ich meine, wir haben viele Flächen, die in öffentlicher Hand sind. Wir haben viele Gebäude, die in öffentlicher Hand sind. Ich meine, wenn wir irgendwo anfangen würden, was zu tun, kann die öffentliche Hand beginnen. Da kann eine Stadt beginnen, ein Landkreis, Land und Bund auf seinen Immobilien, auf seinen Grundstücken durchaus auch dafür zu sorgen, dass, sagen wir, Bienennahrung und für andere Insekten die Nahrung nachgebaut wird. Und wenn es nur eine Verkehrsinsel ist, weil sie ja ein Verkehrsausschuss sind. Genau das. Ja. Ich möchte aber jetzt, weil wir in Sachsen sind und in Sachsen schon seit Jahren, ich möchte jetzt nicht sagen Wolf-Problem, aber das könnt ihr besser beurteilen wie ich, aber in Sachsen ist der Wolf schon länger wieder heimisch, wie jetzt bei mir zu Hause in Unterfranken, obwohl es bei uns jetzt vor 14 Tagen aus die ersten Sichtungen gab, auch direkt neben Stellen und neben der Autobahnbaustelle. Aber wie können wir in Zukunft damit umgehen? Ich bin selber Weidetierhalter, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe keine Schafe, sondern ich habe Rinder auf der Weide. Und da gibt es auch Probleme mit Haftpflichtversicherung. Wie wird der Schaden nachgewiesen? Ist er denn, weil das Rind einfach durch den Zaun durchgebrochen ist, oder wurde es wirklich nur erschreckt? Aber von wem? Vom Fuchs? Vom Auto? Oder vom Wolf? Ja, und wenn der Wolf nachgewiesen ist, also es gibt sehr viele Ungereimtheiten und wenig Rechtssicherheit. Und oft ist es ja so, wenn Risse da sind, dann steht der Bauer irgendwo mehr oder weniger fast in der Beweispflicht, um im Endeffekt dann den Schaden, den er, nicht er, sondern sein Rind oder sein Schaf verursacht hat, im Endeffekt abgegolten zu kriegen. Und das ist ja oft nur so, dass es eine schwarze Null ergibt, wenn denn überhaupt. Das sind viele Betriebe in Thüringen, in Sachsen, auch in Brandenburg, an der Grenze zu Tschechien und zu Polen, die mit den Wolfsrissen in finanzielle Nöte kommen. Und so weit darf es nicht kommen.
wir hatten ja am Anfang, glaube ich, einen sehr romantisierten Blick auf den Wolf. Also jeder hat gesagt, ah, toll, dass er jetzt wieder zurückkommt und die drei Tiere, die dann hier unterwegs sind. Ich meine, in Ostsachsen haben wir wirklich viele, viele Rudel mittlerweile. Die sind ja dann auch weitergezogen. Ne? Also es ist ja nicht mehr selten. Es ist auch nicht im Sinne, wir müssen jeden Wolf schützen. Also ich meine, es gibt viele Problemtiere, muss man ganz klar sagen, da hilft auch nur eine Entnahme, weil diese Tiere schreckst du auch nicht mehr ab. Auch nicht im Zaun, auch nicht mehr zwingend mit einem Hund. Ich kann auch nicht jedem sagen, stell irgendwie um deine Herde irgendwie 5 Hunde. Ich glaube schon, dass das Thema Jagdgesetz da eine Rolle spielt und wir müssen auf europäischer Ebene uns da mehr Spielräume erarbeiten, aber B, brauchen wir auch den Mut der Behörden vor. Ich glaube, gerade in dieser Woche, wenn ich es richtig gehört habe, hat auch die Landrätin in Sachsen eine Resolution verabschiedet, dass sie sagen, es muss möglich sein, auch Wölfe zu entnehmen. Also ich glaube, einen anderen Weg kann es eigentlich nicht geben, weil es eben, wie gesagt, nicht so ist, dass es die Rarität ist, dass immer nur 10 Wölfe in Sachsen sind. Wir haben eine wahnsinnige Vermehrung und in einigen Regionen eine eigentlich nicht mehr tragbare Vermehrung. Also als Niedersachse kam dieses wunderbare Tierjahr erst einige Jahre später zu uns. Aber wir haben mittlerweile die gleiche Situation wie ihr in Sachsen und noch ergänzt darum, dass wir eben auch einen Küstenstreifen haben. Du kannst nicht sicherstellen, dass Hochwasserschutz, Küstenschutz erfolgt ohne Schafe auf den Deichen. Also das macht der Bayer vielleicht für den Bayernmarkt oder auch für den Sachsen erstaunlich sein, aber es ist tatsächlich so, du brauchst Deichschäfer, die mit ihren Tieren dafür sorgen, dass das Erdreich verdichtet wird, die Grasnarbe abgefressen wird, gesund bleibt, vital bleibt. Ansonsten sind viele, viele Millionen, ich sage mal über die Jahre Milliarden Euro, die in Hochwasserschutz geflossen sind, perdu und man kann es auf industrielle Art und Weise nicht sicherstellen. Das ist mal so ein kleiner zusätzlicher Punkt, dass wir eben mit so einer Migration eines Wildtieres unglaubliche Herausforderungen haben in den verschiedensten Lebensbereichen. Und mir konnte noch keiner erklären, dass nachdem Rot- und Schwarzwild und Fuchs und Hase alle im Jagdrecht sind, keine dieser Spezies irgendwie vor dem Aussterben steht oder vom Aussterben bedroht ist, dass aber der stärkste Beutegreifer, der sozusagen an der Spitze in der Nahrungskette steht, der vielleicht auch anpassungsfähiger ist, der in Sachsen, wie in Niedersachsen, wie in Bayern, an der Küste, im Mittelgebirge, im Hochgebirge, überall klarkommt, sage ich mal, dass man den einfach gewähren lässt. Und das ist eine eigenartige Romantisierung, hast du gesagt, völlig zu Recht. Und gestern Abend ja Hannes Jennecke alle erleben dürfen, vielleicht alle, ich habe es dann irgendwann ausgemacht, weil ich es beschämend geradezu fand, mit wie wenig fachlicher Expertise dieser Schauspieler da ans Werk gegangen ist. Als Berufsbezeichnung Schauspieler. Das fand ich fürchterlich, weil damit ja auch etwas gemacht wird, was in der Landwirtschaft häufig gemacht wird, wenig Verständnis gelebt wird gegenüber denjenigen, die in ländlichen Regionen leben und mit all den, sagen wir mal, Herausforderungen umgehen müssen, die diese Wolfspopulation mit sich bringt. Und ganz ehrlich, da geht es mir nicht darum, irgendwie dieses Tier zu verteufeln. Faszinierend, gar keine Frage. Aber wir können hier einfach sagen, wir verfolgen jetzt so eine Laissez-faire-Haltung, haben die größten Auswirkungen auf unsere Kulturlandschaft, auf Menschen, die darin leben und lassen einfach ihn gewähren. Das wird nicht funktionieren. Deswegen brauchen wir Aufnahme ins Jagdrecht, um die Gesamtpopulation managen zu können. Wir brauchen zweitens auch die Möglichkeit, verhaltensauffällige Tiere, die sich ganz anders verhalten, als das die Biologen über Jahre gesagt haben, verhalten, dass die auch geschossen, entnehmen und geschossen werden können, wenn es Tiere verstehen, sogenannte wolfsichere Zäune entweder zu untergraben oder über 3,50 Meter hohe Zäune drüber zu gehen, trotz Stromblitzen und ähnlichem mehr, dann muss man diese Tiere auch schießen können. Und letzter Punkt, wenn man sich anschaut, was das bedeutet, wenn eben der Wolf nicht im Jagdrecht ist, dass das dazu führt, dass so ein angefahrenes Tier mit gebrochenen Beinen und inneren Verletzungen, die offensichtlich auch von außen sind, dass das noch nicht mehr erlöst werden kann, sondern man dann erst einen Experten holen muss, der dann befindet, dass dieses Tier nicht relevant ist zum Arterhalt. Also sorry, wir haben die Region Hannover hat sich einen Wolfskrankenwagen geleistet. In den ersten Monaten fuhr der dann raus, wenn in der Region dann ein Wolf zu Schaden gekommen ist. Ja, wir lachen alle, weil fürchterlich auch für das Tier. Ja, dann wurde er geguckt und wenn er noch halbwegs krauchen konnte, dann wurde der aufgeladen und zu irgendeiner Station gefahren und da wurde er begutachtet. Was für ein Irrsinn. Also ich kann nur Bayern kann ich ermutigen, das ist dann Tierschutz. Anders damit umzugehen. Das ist dann Tierschutz, ja. Nein, natürlich nicht. Ja. Gut, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, deswegen kommen wir zum nächsten Themenkomplex. Über den Lebensmitteleinzelhandel haben wir ein Stück weit gesprochen, über eine klare Kennzeichnung. Im Grunde geht es natürlich dort auch um eine Preisfindung, wie sich das gestaltet, auch gerade in den letzten Monaten. Seit März 20 muss man sagen, ist der Lebensmitteleinzelhandel in meinen Augen auch ein absoluter Profiteur.
die Lebensmitteleinzelhändler waren immer geöffnet. Es ist offensichtlich, reime ich mir das zusammen, hat der Lebensmitteleinzelhandel also doch eine sehr, sehr große Macht in Deutschland. Liegt sicherlich auch daran, Sie haben das ja jetzt auch gepostet, dass es eben nur eine Handvoll Akteure gibt in dem großen Lebensmitteleinzelhandel, die sich in weiten Teilen einig sind, wie Lebensmitteleinzelhandel zu funktionieren hat. Und ja, vielleicht auch noch ein kurzes Statement zum Lebensmitteleinzelhandel. Was sind vielleicht Ansatzpunkte, wo man da auch wirklich ja, was verändern kann, um diese Marktmacht auch zu brechen? Auch wenn die FDP im Grunde ja für einen freien Markt steht, aber nee, doch funktioniert es so nicht. Das wird häufig gesagt. Also wir stehen für einen funktionierenden Wettbewerb. Und die Situation im Lebensmitteleinzelhandel ist genau das Gegenteil davon. Da haben wir vier große Player. Und mit der Entscheidung des damaligen Wirtschaftsministers Gabriel aus 5-4 zu machen und seine Genehmigung am Kartellamt vorbei zu erteilen, das ist garantiert ein Fehler gewesen. Also Wettbewerb auch im Lebensmitteleinzelhandel ist für mich oder für uns eigentlich der Inbegriff von funktionierender sozialer Marktwirtschaft und eben nicht, dass es einer alleine die Preise festsetzt. Das ist das Gegenteil von sozialer Marktwirtschaft. Deswegen ist das falsch gewesen. Ich glaube, man muss allerdings aufpassen, dass man nicht denjenigen auf den Leim geht, den politischen Akteuren, die jetzt 4 Monate vor einer Bundestagswahl sozusagen von ihren eigenen politischen Fehlern ablenken wollen und sagen, guck mal, der LEH ist es alleine. Das ist auch eine politische Strategie, bei allen Vorwürfen, die man denen auch machen kann und Dumping und so weiter und so fort und Blockangebote. Ja, alles Kritik, die man artikulieren muss, aber es gibt in anderen politischen Parteien auch den Versuch, die eigenen Verfehlungen bei Düngeordnung, Insektenschutz und so weiter sozusagen zu übertünchen, indem man sagt, ja guck mal, der LEH war es, ja haltet den Typ. Und das ist es eben auch nicht. Wir haben das bei Lidl vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen gesehen, dass die da so eine Sparte, ich glaube bei Fleisch ist es gewesen, gemacht haben zu einem höheren Preis und dann so geworben haben damit, das kommt beim Bauern an. Die haben das wieder eingestellt. Nicht, weil das Fleisch schlecht geworden wäre, doch eigentlich schon, weil es eben keiner gekauft hat. Und deswegen, ich glaube, wir kommen bei aller Marktmacht, die der LEH hat, die beklagenswert ist, wofür es Gründe gibt, dass es sie gibt, wo auch politische Fehler gibt, wir kommen nicht daran vorbei, dass wir den Verbraucher in die Pflicht nehmen müssen. Und ich sage, das sage ich auch im Wahljahr, auch wenn es nicht besonders populär ist, das ist ein Stück weit bigott, immer nur zu fordern, bei Tierwohl, bei Pflanzenschutz und überall die Standards noch höher zu schrauben, aber dann nicht bereit zu sein, auch einen entsprechenden Preis zu bezahlen. Dieses Prinzip kann auf Dauer nicht funktionieren. Ja, ich möchte zum nächsten Punkt kommen. Wie schätzen Sie die Historie der GAP ein? Also die Entstehung der GAP, wir bekommen heute Fördergelder, momentan wird die GAP verhandelt. Die Frau Klöckner ist heute früh, glaube ich, nach Brüssel gefahren, hat sein Video bei Facebook gepostet gehabt zum Trilog, ja, um im Endeffekt in den letzten Zügen die GAP dann auszuhandeln, die dann in den nächsten Jahren, ich glaube 23 ist es, um uns Bauern mehr oder weniger damit zu beglücken. Da gibt es ja die erste und die zweite Säule. Wie steht die FDP dazu zur GAP und wie sehen Sie die GAP in der Zukunft, also ab 2023 und danach? Also, wir haben zwei Säulen in der gemeinsamen Agrarpolitik, die ist ja mal entstanden. Diese Transferzahlung, nenne ich es jetzt mal, aus der Lebensmittelknappheit nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ja sozusagen der Ursprung der gemeinsamen Agrarpolitik gewesen, dass man Landwirte ermutigen wollte oder auch ertüchtigen wollte und Lebensmittelpreise auch niedrig halten wollte und ermutigen wollte, Lebensmittel zu erzeugen. So, das ist sozusagen, sind die gewachsenen Strukturen, die dahinter stecken. Heute wird daraus gerne gemacht, naja, ihr kriegt ja Subventionen, ja, das ist ja dann das Wording gerne, und deswegen ist es auch legitim, möglichst billig einzukaufen. Ich glaube, das ist die Auswirkung der GAP. Heute, wir müssen ehrlich sein, es gibt ganz viele Betriebe, wo die Zahlungen, die da in der ersten Säule geleistet werden, nichts anderes sind als ein durchlaufender Posten. Ja, also wenn ich eine Fläche pachte, dann wird das dann häufig 1:1 auf die Pachtpreise aufgeschlagen und dann ist das vielleicht nicht zu 100%, aber zu einem erheblichen Teil ein durchlaufender Posten. Was gar nicht geht ist, und das sind die Pläne, die man gegenwärtig diskutiert, dass eine Umschichtung stattfindet aus der ersten in die zweite Säule, weil, wie wir alle wissen, in der zweiten Säule eben Umweltmaßnahmen, viele andere Dinge auch, Dorferneuerung, aber eben auch ein erheblicher Teil zu NGOs am Ende fließt. Wenn man umschichtet aus der ersten in die zweite Säule, heißt das nichts anderes, als dass der Bauer, dass der Landwirt mehr arbeiten muss, mehr Auflagen erfüllen muss, ja, mehr Greening, sag ich mal, betreiben muss, und dafür das gleiche Gehalt bekommen, das gleiche Einkommen erzielen. Und das kann es ehrlicherweise in der Situation, wo tausende Betriebe im ganzen Land sind, nicht sein. Das heißt,
Ich würde durchaus in Frage stellen, ob das richtig ist, umzuschichten. Ich glaube, dass wir, das ist jetzt wieder unangenehm, also kein Honig um den Bart, ich glaube, dass wir mittelfristig davon wegkommen müssen und wir den Verbraucher mehr in die Pflicht nehmen müssen. Der muss das bezahlen, was auch die tatsächlichen Kosten wieder spiegelt. Ich glaube, man macht sich anfällig und angreifbar, wenn man sozusagen nur auf erster Säule beharrt, weil dann die gesellschaftliche Mehrheit da draußen wiederum Argumente hat zu sagen, guck mal, denen geht es hier nur um Rent-Seeking, also Subventionen abzugreifen. Meine Idealvorstellung wäre, dass der Landwirt für seine Arbeit und für die hochwertigsten Produkte, die er erzeugt, einen angemessenen Preis von einem Verbraucher erhält, der auch bereit ist, für seine Anforderungen in die Tasche zu greifen und dass man unabhängig wird davon, dass der Staat irgendwas zahlt. Denn wenn man das nicht ist, wer weiß denn, was in drei oder am Ende der nächsten gemeinsamen Agrarpolitikperiode, was man dann für Ideen hat, was da alles mit rein muss. Wer weiß, wer dann Landwirtschaftsminister ist, vielleicht reicht es ja für Schwarz-Grün, dann wird das höchstwahrscheinlich ein Grüner sein. Dann will ich mir gar nicht ausmalen, bei aller Kritik auch an Frau Klöckner, aber dann will ich mir gar nicht ausmalen, wenn Herr Hofreiter die gemeinsame Agrarpolitik in Brüssel demnächst verhandelt, dann will ich mir nicht ausmalen, wie viel dann umgeschichtet wird aus der ersten in die zweite Säule und für Dinge ausgegeben wird, die nicht unbedingt produktiv sind. Ja, Sie haben es im Grunde gut rübergebracht. Das ist genau der Punkt, wo wir auch die Ansatzstelle sehen, erste und zweite Säule. Vor den 90er Jahren gab es ja auch schon eine zweite Säule, ein Agrarumweltprogramm, wie es hier in Sachsen heißt. Und das, was wir damals als Agrarumweltprogramm hatten, da waren -20% Düngung und einen reduzierten Pflanzenschutz. Und das ist jetzt zur Pflicht geworden. Und wenn wir das weiter so auf die Spitze treiben, ist es in keinster Weise nachvollziehbar für die Landwirtschaft und natürlich auch für eine Gesellschaft, so nie nachvollziehbar. Ne? Also die Frage ist wirklich, wie gestalten muss. Und da haben Sie schon gesagt, vielleicht macht sich die Landwirtschaft auch damit zu sehr angreifbar. Ne? Aber trotzdem, die Lösung haben Sie auch nie skizziert. Vielleicht, wo könnte denn perspektivisch mal auf die nächsten 10, 15 Jahre eine Lösung liegen? Wie gestalten wir es grundsätzlich neu, ohne, sag ich mal, nur immer über Reformen zu sprechen, sondern wie können wir eine neue Agrarstruktur oder eine Agrarpolitik gestalten auf europäischer Ebene, bei allen Schwierigkeiten, Länder kommen dazu im Osten und so weiter, der Pott wird nicht größer, das ist schon alles klar, aber wie können wir es vielleicht grundhaft neu gestalten, weil, Sie haben es ja selber gesagt, die Historie liegt weit, weit zurück, auch in den 90er Jahren, das ist alles nicht mehr das, was jetzt trägt, und dass es durchaus aus meiner Sicht vielleicht einen Neuanfang braucht und nie nur eine Reform, wo die Gelder nur umverteilt werden. Ja. Wie haben wir da Ansatzpunkte für die Zukunft mal weit nach vorne geblickt? Also perspektivisch, sage ich ganz ehrlich, meine Idealvorstellung wäre, dass man, wenn man über eine Abschwänzung von Mitteln spricht, nicht nur über eine Umschichtung spricht, sondern dass man Mittel kann man abschmelzen, aber das muss 1:1 verbunden sein mit einer Rückführung des Bürokratismus, den wir in der Landwirtschaft haben. Also, wenn ich sehe, dass alleine dadurch, dass man bestimmte Mittel beantragt und hier noch ein Verfahren und da noch ein Formular ausfüllen muss, dass der Betriebsinhaber teilweise, ich sag mal, zwei Werktage in der Woche oder zwei Arbeitstage in der Woche an seinem Schreibtisch sitzt und eben nicht bei seinen Tieren, das nicht auf seinem Acker ist, sondern ist das, wenn man unterstellt, dass der Landwirt in der Regel 6, meistens sogar 7 Tage die Woche arbeitet, sind das 2/6, also ein Drittel seiner Arbeitszeit, die er mit nichts anderem verbringt, als ich sage es immer ganz plakativ, vieles läuft digital, aber Formulare auszufüllen, damit Geld aus Brüssel, sage ich mal, fließt. Und meine Idealvorstellung wäre, ich glaube, man könnte dem Landwirt viel mehr unternehmerische Freiheit lassen und ihm viel mehr, sagen wir mal, auch sich darüber Gedanken machen, Geschäftsmodelle zu entwickeln, wie entwickle ich meinen Betrieb weiter, wo gibt es vielleicht für mich eine Nische. Das muss nicht Direktvermarktung sein, das können ja auch andere Dinge sein, das können Mohnblumen sein, die angepflanzt werden auf einem Feld und viele andere Dinge mehr, anstatt ihn im Büro festzuketten, um ihn auch noch abhängig zu machen davon, dass er Transferzahlungen vom Staat bekommt, der dann auch noch immer ein Wörtchen mitreden will, dabei, wie diese Mittel sozusagen eingesetzt werden oder wie der Landwirt sein Geschäft zu gestalten hat, weil er auch abhängig ist davon. Deswegen muss man darüber nachdenken, ob das noch zeitgemäß ist, gar keine Frage. Nochmal, nichts nach dem Bart reden. Hier wird nicht irgendwie ein Überbietungswettbewerb, wer mehr Gelder aus Brüssel verspricht, aufgemacht. Ich sage ganz ausdrücklich, ich bekenne mich zum Landwirt als Unternehmer, der vor allem unabhängig davon werden muss, dass ihm irgendwelche Leute, die auch gar keine Ahnung haben von Landwirtschaft, am Ende reinreden, wie er sein Geschäft zu führen hat. Ich möchte ganz kurz, Entschuldigung Stefan, ganz kurz einhaken. Sie haben gesagt, Geld aus Brüssel. Stefan bekommt sein Geld vom Land Sachsen, ich bekomme es aus Bayern. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt,
uns muss auch bewusst werden, und vor allem Ihnen in der Politik, dass jede zusätzliche, und das haben wir eingehend ja schon gesagt, jede zusätzliche Hürde, die eingebaut wird zwischen der EU, dem Bund und dem Land, von dem ich dann im Endeffekt bei uns über KULA, bei euch über, wie heißt es, Agrar, AOK, ja, über die anderen Programme, das heißt in jedem Land ein bisschen anders, zusätzlich Geld, ja, Wertschöpfung auf den Hof bekomme, indem ich Schnittzeitpunkt, ja, sonst irgendwas betreibe. Ich bekomme, wenn ich das wirklich betrachte, nur mal einen Mehraufwand bezahlt. Wenn ich mich in der zweiten Säule an irgendeinem Programm beteilige, mache ich hinterher eine große schwarze Null. Und man hat mehr Zeit investiert. Ja. Ich habe mehr Zeit auch investiert. Auch der Gesamtverwaltungsaufwand der öffentlichen Hand, den darf man ja auch nicht unterschätzen. Ich meine, Sie haben das aus persönlichem Erleben, aber die öffentliche Hand im Sinne von die Dinge erstmal konzipieren, Mittelverwendung kontrollieren und so weiter, erfordert ja auch Kapazität. Ich komme bei jeder Kontrolle auch wieder weiter nach vorne, weil je mehr Mittel das abschöpfe, je mehr Einzelprogramme ich beantrage. Deswegen ist diese Erzeugerprämie gar nicht so verkehrt, weil die relativ klar ist. Da sind die Kriterien klar. Solange das System so ist, wie es ist, auch aus meiner Sicht, wäre es gut, wenn man irgendwann mal ein Stück davon wegkommen könnte und wirklich der Landwirt als Unternehmer gesehen wird, seine Preise am Markt erzielen kann und wirtschaftlich existieren kann. Aber solange das System so ist, wie es im Moment ist, ist es allemal besser, an der Produktion zu orientieren, als an 28 anderen Faktoren, wo ganz viele Gremien mitreden und auch die Verwendungskontrolle, die politischen Einflussmöglichkeiten unendlich sind und man Spielball der Politik wird. Das kann ja nicht unser Bild sein, dass man eine völlige Unsicherheit kreiert und man Spielball der jeweiligen politischen Strömung wird, die gerade, sag ich mal, das federführend verhandelt im Prozess. Ganz genau. Also ein Satz, der gerne von Landwirten dann formuliert wird, ist, und den teile ich ausdrücklich nicht, wenn ich es bezahlt bekomme, mache ich es. Ja, also so, wenn die Gesellschaft eine Forderung an mich formuliert, ich soll jetzt, keine Ahnung, mehr Blühstreifen anlegen, ja, dann mache ich es halt. Das verstehe ich menschlich aus der prekären Situation, in der sich viele Betriebe befinden. Aber ich sage mal, eine eigentliche Geschäftsidee ist es ja auch nicht, dass ich sozusagen das, was der Staat mir, ich mache es mal überspitzt, nach Gutsherrenmanier zuschiebt, dass ich sozusagen nur diese Programme mache, auch wenn es vielleicht sogar faktisch manchmal Blödsinn ist, wenn man ganz außen vor lassen. Ne? Dann mit dem Luft. Ja, und genau das, also ich bin der letzte Optimist sicherlich, genau das Gegenteil wird passieren. Genau das Gegenteil wird passieren, es wird Betriebe geben, die sagen, ja, genau. Wenn es die Möglichkeit gibt, werden die sagen, auf dieses Trostpreispflaster werde ich verzichten. Und werde das, was ich tue, aus eigener Überzeugung tun, wenn ich einen Blühstreifen anlege, dann mache ich das aus fester Überzeugung heraus und das Geld könnt ihr euch sparen. Weil das, wie gesagt, mit diesem bürokratischen Aufwand viel zu groß ist, wird es die geben, die machen es aus Überzeugung. Und ja, leider ist es so, die Kassen sind leer und viele versuchen das Geld mitzunehmen, aber weit nach vorne, und das war die Frage, weit nach vorne geblickt, in 15 Jahren sehe ich, die Bauern, die es noch gibt, die werden es betreiben und werden es aus Überzeugung tun oder werden es ganz und gar lassen. Und das wird passieren. Ja. Jetzt müssen wir leider weiter, aber an sich eine wirklich kritische Frage, die stellen wir aber noch. Ja, bitte. Weil viel lieber die kritischen als die Unproblematischen. Hier sitzt ja Bayern und Sachsen, könnten ja unterschiedlicher an ihrer Agrarstruktur nicht sein. Dass der Bergbauernhof und der große Agrarholding, ich will es mal so sagen, die große Agrarholding, Investor geführt, viele tausende Hektar, Kappung und Degression. Die Ministerin betont das immer wieder, dass es ja die Grünen waren, die es dann haben abgelehnt und deswegen ist die Kappung und Degression nie gekommen. Kann ja auch sein, als linke Partei macht das ja durchaus Sinn, auch den Genossenschaftsgedanken hochzuhalten. Aber wie steht die FDP zu Kappung und Degression? Wir sind ja hier auf einem familiengeführten Betrieb, der auch durchaus mehr als 200, 300 Hektar in der Bewirtschaftung hat. Wie sehen Sie denn das ganze Thema Agrarstruktur? Agrarholdings, über Bodenverkehrsgesetz könnte man auch stundenlang reden, was da für Wildwüchse entstehen. Wie ist da Ihr Standpunkt immer zu der politischen Sache Kappung und Degression in der Gesetzgebung, aber natürlich auch in der Agrarstruktur? Wenn wir heute das Landwirtschaftliche Wochenblatt oder bei uns jetzt Bauernzeitung aufblättern, da steht für alle lesbar, Investor sucht, habe 10 Millionen oder wie viel. Also das ist offensichtlich die Missstände und was tun wir gegen solche Entwicklungen? Also hinter dieser Idee, soll ich? Ja. Ne? Hinter dieser Idee steckt ja irgendwie so eine Vorstellung, alles was klein ist, ist irgendwie besser und schöner. Ne? Und das müsste irgendwie dann besonders gefördert werden. Thorsten Herbst hat das vorhin gesagt, das ist mitnichten so.
nur weil etwas kleiner ist oder weil es auch vielleicht vom politischen Gegner, von den Grünen, gerne so als bäuerliche Landwirtschaft bezeichnet wird und damit irgendwas Kleines gemeint ist, konnte mir noch niemand erklären, wo die Grenze eigentlich ist. Also ab wann wird es dann Agrarindustrie in Anführungszeichen und was ist kleinbäuerlich? Also das mal vorweggeschickt, da weiß gar keiner, wovon er eigentlich spricht. Das Zweite ist, wenn ich mir all die Auflagen, all die Bürokratie angucke, über die wir schon diskutiert haben, dann sage ich mal, als gelernter Volkswirt oder auch Betriebswirt, dann weiß man gar nicht, was man noch machen soll als Landwirt, wenn man schon nicht mal mehr wachsen darf. Also wenn ich durch Vergrößerung meines Betriebes finanzielle negative Einbußen oder finanzielle Einbußen hinnehmen muss, dann ist ja sogar der letzte Weg mir genommen, irgendwie auf eine mehr als eine schwarze Null zu kommen. Also Wachstum ist ja betriebswirtschaftlich so unterlegt, ich habe eine Fixkostendegression, ich kann dann mit denselben Fixkosten mehr Output erzeugen und dann kann ich die Kosten eben auf mehr Output verteilen und kann dann die Produkte günstiger anbieten oder mehreren Unternehmern Gewinn machen sozusagen. Das ist das Prinzip. Und wenn ich noch nicht mal mehr das kann, gleichzeitig aber anders als der Wettbewerber in Süd- oder in Osteuropa ein Insektenschutzpaket vor der Nase habe, Düngeverordnung vor der Nase habe, Nutztierhalterverordnung vor der Nase habe und viele andere Dinge mehr, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich als Betriebsinhaber machen sollte. Wenn schon die Größe nicht mehr möglich ist, sondern ich da wieder auf der rechten oder auf der linken, in der linken Tasche das wie genommen mit, was in die rechte reingesteckt wurde. Deswegen klares Bekenntnis, größenunabhängig. Und mir soll erstmal einer erklären, was denn eigentlich die erstrebenswerte Größe eines Betriebes ist. Es wird so leicht fertig gesagt, da haben die Grünen auch manchmal sehr romantische Vorstellungen, das müsse alles so sein wie vor 40, 50 oder noch mehr Jahren, und so eine romantische Vorstellung, da wird irgendwie so ein, das ist Korn, Heu geerntet und dann ist da irgendwie so eine Landwirtin mit dem Kopftuch und ja, die läuft hinter so einem Ochsenkarren her und die tut dann irgendwie das Heu da drauf natürlich. Das ist Quatsch, also so funktioniert kein Betrieb im 21. Jahrhundert. Aber das ist vielleicht die Vorstellung von Bäuerlichkeit. Aber das ist weder wettbewerbsfähig, das ist weder gewünscht. Und wenn wir, letzter Satz, über die Frage mal nachdenken, wie wollen wir eigentlich die Menschen auf dieser Welt ernähren? Da wird es nicht funktionieren, dass wir uns solche, ich sag mal, Wohlstandsdiskussionen erlauben, wenn wir damit gleichzeitig auf 40% oder 50% des Ertrags verzichten müssen. Deswegen klares Bekenntnis, da keine Kappung oder irgendetwas einzuziehen. Also sehe ich auch so, zumal wir ja nicht nur den Blick innerhalb der EU haben dürfen, sondern auch ein Stück weit über die Grenze hinaus, also in anderen europäischen Ländern, aber auch den Blick darüber ausweiten. Und wenn wir wirklich wettbewerbsfähig sein wollen, und das ist das Ziel, müssen wir auch die Chance haben, effizient zu produzieren. Anders gibt es keine Möglichkeit, wie wir da mithalten, weil ansonsten werden wir eine Insel sein, die mit anderen nie mehr mithalten kann. Und das kann nicht unser eigenes Interesse sein. Die Frage ist nicht ganz beantwortet. Die Frage war noch abgemünzt auf Agrarholdings, Investoren, die im Endeffekt da richtig Geld loswerden wollen, weil sie sonst Strafzinsen bezahlen irgendwo bei der Bank und jetzt auf einmal sagen, ja, Land in Deutschland ist für mich ein gutes Invest. Die haben mit Landwirtschaft auf Deutschland, ja, Entschuldigung, nichts zu tun. Ja. Die sehen einfach nur, auf der Bank zahle ich Minuszinsen. Wenn ich da die Fläche kaufe und an einen Landwirt wieder zurückverpachte, dann nehme ich dem quasi die Schuldenlast. Der ist aber nur noch Pächter. So wird es ja oft betrieben. Und dann habe ich eine Verzinsung von 1 oder 1,5%. Ist immer noch besser, wenn ich Geld vernichte. Also nochmal, wir reden ja niemand nach dem Munde. Ich weiß nicht, wie man das verbieten soll. Das weiß wirklich keiner. Wir haben erstmal ja in der sozialen Marktwirtschaft Angebot und Nachfrage. Das ist schwierig, bestimmten Investoren es von vornherein zu verbieten, bestimmte Dinge zu kaufen. Das ist nicht ohne weiteres möglich. Auch grundgesetzlich ist das problematisch. Also mir fällt kein Beispiel aktiv ein, wo einer Rechtspersönlichkeit verboten ist, bestimmte Dinge zu erwerben. Deswegen mögen andere anders erklären oder anders beantworten, vielleicht auch von den Linken, ich weiß es nicht. Das ist so einfach, wie es vielleicht manchmal erklärt wird, nicht. Ich glaube, dass kein Landwirt leichtfertig Flächen, die ihm gehören, verkauft, die ihm vielleicht schon in nächster Generation gehören. Politik tut ihren Anteil, dass er das vielleicht tendenziell eher tut, ja, aber leichtfertig trennt man sich nicht von Grund und Boden, wenn das sozusagen der zentrale Produktionsfaktor ist. Und deswegen glaube ich, dass man dem entgegenwirken kann, viel mehr, indem man Landwirten wieder eine Perspektive gibt, dass eben die nächste Generation den Betrieb übernehmen möchte und man eben nicht sozusagen anfällig wird für solche teilweise, ja, niederschmetternden Angebote. Wenn da irgendwie eine Zahl mit 7 Nullen hinten dran steht, ist es schon schwer, standhaft zu bleiben. Sie unterschätzen die, also das ist eine andere Dimension. Diese Schritte macht man nie um der großen Zahl willen,
weil die große Zahl ist negativ und die muss getilgt werden. Und da brauche ich Unterstützung oder brauchen Betriebe Unterstützung. Und das kann ein anderer Landwirt oder das kann man landwirtschaftlich nicht leisten. Und deswegen gibt es diese Auswüchse. Und das ist aber es bleibt richtig, trotzdem macht das keiner leichtfertig. Nein, leichtfertig ist es nie. Das ist aus der Not, aus der Not geboren. Und das muss man einfach erkennen, dass es Entwicklungen gibt, die so nicht tragfähig sind. Bayern hat sicherlich noch ein ganz anderes Pachtpreisniveau aufgrund der Struktur, aufgrund von vielen Biogasanlagen und so weiter. Da sind auch politisch Fehlentscheidungen getroffen worden. Das Pachtpreisniveau ist in eine Dimension getrieben worden, wo keine Wirtschaftlichkeit mehr darstellbar ist. Also das ist, oder es darf zumindest keine Einbahnstraße auf die nächsten Jahrzehnte sein. Weil ansonsten entwickeln wir uns hin zu wirklich... Bäuerlich ist gesagt worden, aber dann ist es eben wirklich ein Investobjekt mehr und mehr und das sollte es nicht sein. Aber es ist ja auch ein Ergebnis der Politik, sagen wir, des zu billigen Geldes, was politisch beeinflusst ist, weil wenn Geld keinen Wert mehr hat, sucht sich es auch Bereiche, wo es unter normalen Wegen nicht hinströmen würde. Ne? Also wenn zu viel Kapital auf dem Markt ist oder ich Strafzinsen zahlen muss, weil ich Geld bei der Bank habe, dann entsteht dann völlig eigentlich volkswirtschaftlich gesehen falscher Druck. Ja, und zusätzlich sind die Pachtpreise in die Höhe getrieben worden, auch ehrlicherweise durch die Energiewende. Ja. Ne? Wenn man anguckt, bei uns in Niedersachsen, was in Bayern ist, vielleicht nicht, aber in Sachsen, was da an Mais sozusagen weggeht, nicht, um die Biogasanlagen zu füttern, wenn ich mir eine Windkraftanlage dahinstelle, eben keine tatsächlich unternehmerischen Risiken mehr tragen muss, meine Fläche verpachte, dann ist das auch etwas, was nicht zur Entspannung am Pacht, bei den Pachtpreisen führt. Also haben Sie schon die Richtung für die Zukunft vorgeschrieben, weil das war dann die nächste Annonce, die unter dem Investor stand, suche Land für Solarpark. Hm. Ist dann die nächste, ist das nächste. Ganz ehrlich, da kriege ich echt, da werde ich echt porös. Also wir sind nun wirklich so ein begünstigter Standort in Deutschland mit teilweise wirklich auch guten Bodenwerten, bei uns in Niedersachsen noch ein bisschen besser als vielleicht in Sachsen-Anhalt, aber egal. Und wir fangen jetzt an, unsere wertvollen Flächen zuzupflastern, mit Solaranlagen in der Fläche. Also das ist doch wirklich das Absurdeste überhaupt, ganz ehrlich. Und dann sprechen wir davon, dass wir sozusagen eine moralische Verpflichtung haben, einen Beitrag zur Welternährung zu leisten. Und dann machen wir nur noch 50% Ertrag pro Hektar, weil wir glauben, uns irgendwelche Dinge erlauben zu können. Das ist auch moralisch problematisch. Und der Energieexperte sitzt neben mir, viel mehr als ich, und kriegen da noch nicht mal die Grundlast mit hin. Also solche Subventionsabenteuer finde ich total. Ich verstehe den Landwirt, der das macht. Weil er eben sagt, wo lebe ich denn so? Don't put all eggs into one basket. Ne? Also klar, der muss irgendwie sich diversifizieren. Aber das kann es nicht sein, wenn Politik will. Aber machen wir doch lieber die Solarflächen auf die öffentlichen Gebäude erstmal. Beginnen wir damit, bevor wir fruchtbare Bodenflächen gerade damit versiegeln. Das ist gut. Wir kommen, denke ich, zum Abschluss. Wir haben noch zwei, drei Zuschauerfragen. Ja, vielleicht... bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen, oder doch, wir machen die Zuschauerfragen vielleicht direkt, bevor wir dann im Abschluss zu der, landwirtschaftlichen Vision kommen. Wir haben ja angefangen mit dem, Stand heute würden wir unserer jungen Generation empfehlen, in die Landwirtschaft einzusteigen und das als Berufswunsch zu entwickeln. Vielleicht können wir eine Vision skizzieren zum Abschluss dann. Wie muss denn Landwirtschaft vielleicht in 2040 oder in 2050 aussehen, dass es auch eine wirkliche Vision wird, die lebenswert ist? Und wir geben mal das Mikro. Und da könnt ihr, Paul, machst du? So, erstmal vielen Dank an die ganzen Zuschauer. Wir haben immer durchweg 200 Zuschauer gehabt via YouTube, also muss man wirklich sagen, 91 Minuten harter Talk sind, denke ich, rum. Gute Antworten, gute Fragen haben wir auch über YouTube bekommen und ich denke, einige Fragen sind schon gekommen, die wird man dann einfach bloß weiterschieben, wenn die schon beantwortet wurden, und jetzt legen wir erstmal los. Also, die erste Frage richtet sich an das Handelsabkommen Mercosur. Wir wollen bedarfsfreien Handel. Heißt, dass nur Produkte importiert werden, die bei uns nicht reichen oder nicht vorhanden sind. Wie denkt die FDP darüber? Also,
Ich weiß, dass Landwirte da sehr große Vorbehalte haben und die sind auch zum großen Teil begründet. Ich teile sie nicht, wenn es per se darum geht, dass Freihandel unterbunden werden muss. Ich glaube, das kann nicht das Ziel sein. Diese Vorbehalte resultieren daraus, dass man zu Recht die Befürchtung hat, dass hier ein weiterer ungleicher und unfairer Wettbewerb stattfindet und wir immer höhere Standards bei uns verabschieden, Insektenschutz und so weiter. Aber wir importieren unsere Rinderhälften aus Südamerika, wo eben, damit die Rinder was zu fressen oder Weideflächen haben, wo der Regenwald abgebrannt wird. Und das kann nicht sein. Da muss in einem solchen Vertragskonstrukt müssen Standards eingeführt werden. Genau so oder ähnlich, wie ich es eben gesagt habe, bei der Europäischen Union, wo auch jetzt gegenwärtig Äpfel mit Birnen verglichen werden und miteinander im Wettbewerb stehen. Ich sage es aber auch ganz ausdrücklich, ich bin ein ausgesprochener Befürworter von freiem Handel, wenn er fair ist. Und dazu, das haben wir gesehen vor einem knappen Jahr, wenn wir von Handel oder freiem Transfer sprechen, dann bezieht sich das auf Produkte, dann geht es aber auch um Menschen. Also ich erinnere mich noch an die Zeit, als die Spargelstecher und die Obstpflücker, die Erdbeerpflücker, Corona-bedingt vielleicht nicht haben kommen können. So war damals ja für einige Tage, für so ein bestimmtes Momentum die Situation. Da habe ich schon die Horrorvision gehabt, dass der Spargel oder die Erdbeeren auf dem Feld vergammeln. Und das kann es ehrlicherweise auch nicht sein. Und deswegen zeigt dieses Beispiel, ich finde, sehr deutlich, dass auch wir abhängig sind davon, dass grenzüberschreitend Menschen kommen können und damit auch Waren kommen können. Dass wir auch Absatzmärkte haben im Ausland und auch Dinge importieren können. Ich bin großer Verfechter davon, dass wir unsere Selbstversorgungsquote erhöhen, gar keine Frage. Aber es wäre völlig inkonsistent und inkonsequent und auch nach den Landwirten nach dem Munde geredet, wenn ich jetzt sagen würde, wir würden irgendwie so die Grenzen dicht machen und keinen internationalen Handel. Nein, das ist eine Bereicherung. Die Voraussetzung ist nur, dass er eben fair sein muss. Und dazu gehört, dass wir in einen solchen Vertrag reinschreiben, dass bestimmte Standards erfüllt sein müssen. Klappt übrigens ganz hervorragend, wenn wir übrigens Autos aus Südamerika importieren, die fahren auf deutschen Straßen rum und die sind alle zugelassen vom Kraftfahrtbundesamt. Warum so etwas nicht auch mit Lebensmitteln und den Produktionsstandards vor Ort möglich sein soll, das muss man mir erstmal erklären. Das ist unsere Forderung. Ich frage jetzt aber trotzdem noch nach, Entschuldigung, Paul. Würden Sie dann in dem Fall Mercosur, wie es heute oder jetzt ausformuliert ist, denn dazu stimmen? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe gerade nicht die letzte Formulierung im Blick. Ich auch nicht, aber... Ach so. Nein, also ich habe das alles nicht umfassend gelesen, aber diese Standards, die in Südamerika vorherrschen, in diesen Mercosur-Staaten, und die Menge an Produkten, das sind ja Tonnagen festgeschrieben, die auf den deutschen, auf den europäischen Markt kommen sollen. Also ich kann da, so wie es jetzt formuliert ist, in diesen Details da nicht mitgehen. Sie haben gesagt, wenn es fair ist, wenn es fair... Das verdrehen Sie mir Wort im Mund. Ich habe gesagt, diese Details, diese Tonnagen an Rinder, die importiert werden sollen und die auf den europäischen Markt kommen sollen, die drücken unseren Preis bei uns. Und das sind Sachen, wo wir Bauern einfach Angst davor haben. Die Details, jede Ausführung habe ich sicher nicht gelesen. Und ich glaube, die haben die wenigsten Politiker wirklich gelesen. Dafür haben sie ihre Arbeit im Hintergrund. Aber sie sagen, wenn es fair ist, aber ab wann ist der Punkt für die FDP, wo sie sagen, ja, jetzt ist es fair? Also es ist nicht fair, wenn die Standards, zu denen Tierhalter in Argentinien, in Brasilien ihre Tiere halten, extrem von dem abweichen, wie sie in Deutschland gehalten werden. Das beinhaltet übrigens jetzt schon, wenn ich auf Europa gucke, auch die Schere zwischen zum Beispiel Spanien und Deutschland. Das ist für mich unfair. Und ein Außenhandelsabkommen, das derart ungleiche Standards vorschreibt, hielt ich für unfair. Aber inwiefern da der Verhandlungsstand gegenwärtig ist, kann ich nicht beantworten. Aber grundsätzlich ein Plädoyer für Außenhandel, denn auch wir sind abhängig davon, dass wir unsere Produkte auch ins Ausland verkaufen. Das machen wir vielleicht beim Obst besonders wenig, weil da die Selbstversorgungsquote irgendwie bei 30% oder 35% ist, aber in anderen Bereichen sehr wohl. Also wenn ich an Landmaschinen aus Deutschland denke, dann finden die in der ganzen Welt regen Absatz. Dann formulieren wir es mal anders. Würden Sie, wenn wir jetzt als LSV Bayern oder als LSV Sachsen die Möglichkeit hätten zu formulieren, Produkte dürfen nur eingeführt werden, wenn sie dem gleichen Standard entsprechen wie in Deutschland oder wie in der Europäischen Union. Würden Sie denn da mitgehen? Gleich nicht, vergleichbar vielleicht. Ja? Also gleich kriegt man nicht hin, weil ja auch jedes Auto, was in Südamerika gebaut ist, das sieht ja nicht genau gleich aus wie das in München oder in Zuffenhausen oder in Wolfsburg. Also gleich ist schwierig, aber es muss innerhalb einer bestimmten Bandbreite vergleichbar sein. Das ist so. Und Mindeststandards ist vielleicht der
Gut. Kommen wir vom. Aber darf ich einen Satz noch ganz zurück, weil Mercosur ist immer so ein Ding. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Landwirte sagen, eigentlich ist das okay und wir wollen auch als Unternehmer wahrgenommen werden. Aber ich suche so lange, bis ich irgendwas finde, wo ich bei der FDP sozusagen was finde, warum ich mich dann vielleicht doch woanders vermeintlich wohler fühle. Ich sage mal so, das ist ja eine Grundhaltung, wenn man sagt, man ist als Unternehmer tätig und will auch als solches wahrgenommen werden. Und so habe ich auch das verstanden, wie wir über die gemeinsame Agrarpolitik gesprochen haben, dass wir eigentlich vor allem faire Preise haben wollen und vor allem einen fairen Level Playing Field, also faire Rahmenbedingungen haben, Verlässlichkeit haben wollen. Das alles Unternehmertum. Und dazu würde es ehrlicherweise nicht passen, wenn ich sage, aber wenn die Konkurrenz fair, klar, vergleichbare Standards, Mindeststandards, wenn die mit dem ausländischen Landwirt stattfindet, finde ich die doof. Das passt eben nicht zusammen. Das ist eben auch ein Satz. Das eine tun und das andere eben nicht lassen. Es gehört zusammen. Und dann kann es funktionieren, aber genau. Es muss eben im Gleichschritt gehen und nie erst 10 Jahre den deutschen Markt ausbluten und dann die Standards für alle gleich machen. Gut, kommen wir vom Handelsabkommen und Mercosur zum Thema Pflanzenschutzmittel, Pflanzenbau. Wie steht die FDP zum Thema Pflanzenschutzmittel, wenn zum einen eine Artenvielfalt gefordert wird, der Landwirt es umsetzen möchte, aber immer mehr Wirkstoffe verboten werden? Also eins ist klar, dass wir alle Flächen hacken können und striegeln können, das ist, denke ich, nicht möglich und vor allen Dingen auch nicht zum Thema Erosionsschutz sinnvoll. Wie steht da die FDP dazu? Also relativ klar, also sag mal, die Diskussion, die wir zum Teil führen, ist ja jenseits jeder Wissenschaftlichkeit. Also ich glaube, gerade auch mit neuen Methoden, zum Beispiel Pflanzenschutzmittel gezielt und dosiert auszubringen, haben wir auch in den letzten Jahren ja riesen Fortschritte erzielt. Und die Glyphosat-Diskussion ist ja eine, die eigentlich bar jeder Rationalität ist. Und man muss ja mal gucken, was sind die Alternativen. Ne? Die Alternativen wären entweder weniger Ertrag oder mechanische Bodenbearbeitung, wo es überhaupt geht, mit der Folge, dass Boden erodiert. Also das kann es nicht sein. Also wir sind dagegen, so eine Hetzjagd auf alle Arten von chemischen Pflanzenschutzmitteln loszutreten. Genau, und ich glaube, dass man sich auch ein Stück weit gerade bei dieser Pflanzenschutzmitteldiskussion festgefahren hat. Die Entscheidungen, die wir jetzt sehen, Glyphosat und so weiter, sind, glaube ich, eingeleitet worden zu einer Zeit, als diese Klimadiskussion noch nicht so intensiv geführt wurde. Weil das ist natürlich sozusagen ein Zwiespalt. Also wenn ich auf der einen Seite chemischen Pflanzenschutz, konservierende Bodenbearbeitung nicht mehr haben will, heißt es alternativ, genau wie du sagst, dass ich eben mit dem Pflug oder mit dem Grubber eben die Flächen bearbeiten muss, um mein Unkraut zu bekämpfen, emittiere dabei aber ein vielfaches CO2, weil ich eben 3-4 Mal über die Fläche fahren muss, anstatt sonst nur einmal. So, und das ist, glaube ich, da muss Politik endlich auch mal klären, was will sie eigentlich. Also geht es ihr jetzt hier bei diesem Konflikt um das Verbot eines Pflanzenschutzmittels? Ist ihr das wichtiger, als auf der anderen Seite Klimaschutzziele zu erreichen? Und diese Diskussion ist nicht geführt. Es gibt eine ganze Reihe von diesen ungeklärten Fragen. Nicht? Also wenn es ums Klima geht, müsste ich ja eigentlich die Tiere alle im Stall halten, um sozusagen Methanausstoß zu reduzieren oder aufzufangen. Also auch das ist nicht beantwortet. Und da, glaube ich, haben Landwirte zu Recht die Forderung, das muss endlich mal geklärt sein, was wir eigentlich machen sollen. Sonst ist genau das, was Sie vorhin gesagt haben, bewegt man sich in so einem nebulösen Feld, weiß nicht, worin man investieren kann, wie man sein Geschäftsmodell ausrichten soll und muss 3 Jahre später dann wieder zurückholen. Gut, da können wir ja gleich anschließen. Die FDP hat ja nur als kleiner, in Anführungszeichen, Regierungspartner eine Chance auf Gestaltung. Ich meine, das klang ja jetzt wirklich gut, was Sie gesagt haben für die Landwirte. Jeder Landwirt wird jetzt sofort ein Kreuz machen. Gibt es überhaupt eine Chance auf die Umsetzung dieser Ziele, die von der FDP gefordert sind, wenn die FDP in Regierungsverantwortung ist? Also erstmal sieht es gegenwärtig so aus, da sind noch 4 Monate hin, aber gegenwärtig sieht es so aus, dass die FDP eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, denn Schwarz-Grün scheint gegenwärtig rechnerisch zumindest wackelig zu sein oder vielleicht auch nicht realistisch zu sein. Jetzt weiß man nicht, wie sich das in den nächsten 4 Monaten entwickelt. Klar ist, eine starke FDP führt erstmal dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir an einer solchen Regierung beteiligt sind, größer wird. So, und das ist erstmal eine Entscheidung, die der Wähler treffen muss. Die erste Voraussetzung, da sind übrigens alle gefordert. Das machen nicht Thorsten Herbst und ich alleine, und das machen diejenigen, die am Ende im September ihr Kreuz abgeben oder es nicht tun. So, wenn die Voraussetzung gegeben ist, dann ist doch ganz klar. Also jeder, der es so ein bisschen mitverfolgt, weiß doch, dass Landwirtschaftspolitik bei uns ein Stück weit Chefsache ist. Christian Lindner nutzt jede Gelegenheit, Positionen dazu zur Landwirtschaftspolitik zu markieren. Wir sind viel unterwegs, ob das Thorsten ist, ob ich das bin, ob das die Kollegen
aus dem Agrarausschuss ist, ob das Carina Konrad ist, Karl-Heinz Busen, Nicole Bauer aus Bayern. Da ist unglaublich viel Bewegung gerade drin. So, und jetzt kann man sich fragen, ob es für uns glaubwürdig wäre, wenn wir all dies vergessen würden nach einer Bundestagswahl. Und wir hatten schon mal die Situation, dass wir vielleicht nicht das haben 1:1 liefern können, was wir mal gesagt haben vor einer Wahl. Und dafür wurden wir vom Wähler 2013 abgestraft. Ich glaube, man kann ein Stück weit auch Politik unterstellen, dass sie ihre Lessons learned und dass sie dann tatsächlich auch aus Fehlern der Vergangenheit lernt. Haben wir übrigens auch gesehen, als 2017 wir gesagt haben, wir steigen nicht ein in diese Regierungskonstellation, weil wir der Überzeugung waren, dass wir vieles von dem, was wir vorher uns als Ziel gesetzt haben, nicht hätten umsetzen können in dieser schwarz-grünen Konstellation. Und das war damals richtig, heißt aber auch, dass wir dieses Mal selbstverständlich, weil es gerade auch Landwirtschaft so schlecht geht und viele Betriebe in so einer prekären Lage sind, alles dafür tun werden, da entsprechend einsetzen zu können. Aber klar ist natürlich auch, du kannst mehr durchsetzen, wenn du mehr politisches Gewicht relativ in einer Koalitionskonstellation hast. Und sagen wir, wenn wir im Verhältnis zur letzten Wahl deutlich gestärkt hervorgehen würden, andere vielleicht nicht so gestärkt, fällt es uns auch leicht, eigene Ziele durchzusetzen. Das ist so. Ja. Gilt für alle Parteien, nicht nur jetzt auf FDP bezogen. Eine weitere Frage kommt zum Thema UTP-Richtlinie. Aktuell besteht eine Kaskade der Bezahlung. Heißt, beim Produzenten kommt das an, was übrig bleibt. Nach der zweijährigen Evaluierung muss eine kostendeckende Bezahlung der bäuerlichen Produkte in das Gesetz. Wie denkt die FDP darüber? Nochmal, sorry, aktuell besteht eine Kaskade der Bezahlung. Heißt, beim Produzenten kommt das an, was übrig bleibt. Nach der zweijährigen Evaluierung angenommen, muss eine kostendeckende Bezahlung der bäuerlichen Produkte in das Gesetz. Das ist die Forderung. Das ist die Forderung. Also zunächst mal gibt es Handelspraktiken, von denen ich bis vor einigen Jahren nicht wusste, dass die überhaupt, dass die überhaupt existieren. Ja, also dass man verdorbene Ware zurücknehmen muss, viele andere Dinge, das finde ich rührt schon an der Frage, ob das überhaupt ein ehrbarer Kaufmann oder ob das ein ehrbares Geschäft überhaupt ist, sage ich als jemand, der in Bremen, in der Hansestadt geboren ist. Also das ist ja auch ein Stück weit Selbstverständnis, wie man sowas gestaltet. Deswegen finde ich das richtig, dass solche Auswüchse da rauskommen, weil wir es einfach zu tun haben mit so einem Marktungleichgewicht zwischen Lebensmitteleinzelhandel und Landwirten. Man muss nur einen Effekt auch bedenken, wenn man jetzt sozusagen wieder einen nationalstaatlichen Alleingang macht und die Daumenschrauben besonders fest anzieht, wie wir es ja bei landwirtschaftlich originären Themen, Düngeverordnung und so weiter auch schon gesehen haben. Das führt natürlich dazu, dass der Lebensmitteleinzelhandel sagt, okay, dann kaufe ich halt lieber in Ländern noch vermehrt ein, wo der nationale Gesetzgeber eben nicht sozusagen über das Ziel dessen hinausschießt, was Brüssel ohnehin vorgibt. Und deswegen muss man aufpassen, dass wenn man mehr macht wieder mal, als eigentlich gefordert ist, dass man dann nicht sich selber ins eigene Fleisch schneidet oder ins Knie schießt und dann letzten Endes noch viel mehr Warenströme von außerhalb Deutschlands oder aus Europa vor allem dann zum Einzelhandel kommen. Also UTP ja, Gleichbehandlung innerhalb Europas ja, aber bitte nicht wiederum ein nationales übers Ziel hinausschießen, das schadet mehr als es bringt. Okay, also ich denke, abschließend vielleicht noch eine letzte Frage, die wahrscheinlich mit am wichtigsten ist, um den Zwiespalt der Gesellschaft und der Landwirtschaft zu vereinen. Wie denkt die FDP darüber, die schulische Bildung mit Landwirtschaft zu vereinen? Das heißt zum Beispiel, dass im Biologieunterricht wieder in die Betriebe gegangen wird, dass ein Schulgarten entsteht, dass die Kinder und die Jugendlichen wissen, wie wir in Deutschland sehr gute Lebensmittel produzieren, auf dem höchsten Standard, den es mit auf der Welt gibt. Also ich meine, das gehört ja wirklich dazu, dass wir den Kindern und den Jugendlichen das vermitteln, von der Politik vor allen Dingen. Ich glaube, es ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich gehöre noch einer Generation an, die zu der Zeit noch Schulgartenunterricht erlebt hat. Also nicht nur den Garten der Eltern und der Oma, sondern auch Schulgartenunterricht. Und ich glaube, egal ob es jetzt in Unterrichtsform ist oder eine Projektwoche, wo man mal sich landwirtschaftliche Produktion anguckt, einfach die Nahbarkeit und das persönliche Erleben ist ein extrem wichtiger Punkt. Und ich würde mich freuen, wenn das wirklich Berücksichtigung findet, weil wir vorhin festgestellt haben, gerade in städtischen Milieus, eine völlige Abkopplung von Lebensmittelproduktion haben. Die kennen das Lebensmittel wirklich nur aus dem Film oder aus dem Supermarkt. Aber nie in der Praxis, nie wie, was auch das an Entbehrung bedeutet, was es eben an ne, Erntezeit, da ist halt, fällt nicht der Hammer irgendwie 16, 17 Uhr, da muss die Ernte eingebracht werden. Ja. Und ich finde das ein ganz wichtiger Punkt und ich finde,
das sollte mehr reflektiert werden, auch im Unterricht und in der Lehre. Es sind allerdings häufig, so habe ich es in der Schulzeit kennengelernt, aber die Persönlichkeiten des Lehrers, der Lehrerin, die den Unterschied machen. Und Lehrpläne ist gut, allerdings wissen wir auch, dass extrem viele Anforderungen an Lehrpläne gestellt werden. Was man also hört als Politiker, was da alles rein muss, dass da stark hat, also Hauswirtschaft muss auch rein und dann sagt irgendjemand, es wird auch Zeit, dass Männer zu Recht auch mal wieder Knöpfe annehmen können, dann muss auch noch mehr textiles Gestalten rein. Und also nicht alles, was im Alltag des späteren Lebens erforderlich ist, kann ein Lehrplan leisten. Ich finde es gut, wenn man über Landwirtschaft und Urproduktion nachdenkt. Auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen wir auch wieder Lehrpersonal, die das auch leben. Also es würde nicht alleine ausreichen, dass es wo drin steht, jetzt geht er mal auf den Betrieb, aber die anderen 364 Tage, hätte ich schon fast gesagt, wird dann doch irgendwie anders indoktriniert teilweise auch mit Floskeln wie der Landwirt, der sprüht Gift und der quält seine Tiere. Also das ist schön, nur auch hier ist es kein Allheilmittel, sondern wir müssen, glaube ich, gesamtgesellschaftlich dazu kommen, dass die Anliegen und Belange von Landwirtschaft wieder mehr in den Fokus gerückt werden, genau wie Thorsten hat. Man könnte den Bogen sogar weiterziehen, nicht nur Landwirtschaft, sondern vielleicht generell Wirtschaft. Also mal den Perspektivwechsel, den Blickwechsel zu haben, wenn jemand 30 Jahre permanent unterrichtet und aber nie mal die andere Perspektive mehr erlebt. Ich meine, die meisten anderen Berufe verändern sich. Ich meine, wir haben vorher auch was anderes gemacht, bevor wir in die Politik gingen. Wir werden auch nicht bis zur Rente wahrscheinlich Politik machen, sondern machen wieder was anderes. Das heißt, wir haben immer andere Perspektiven und ich glaube, diesen Austausch brauchen wir mehr im schulischen Bereich. Ich habe gerade noch eine Frage gesehen, die ist sehr interessant. Da steht sogar so als Abschlussfragezeichen. 10 klare Aussagen, die FDP steht für oder gegen in der Agrarpolitik. Jetzt sollen wir ja oder nein sagen, jetzt kommt es hier nicht auf. Nee, für oder gegen? Für oder gegen? Für was stehen die? Gegen Düngeverordnung? Ja, okay. Vieles ist ja schon ausgedacht. Fange ich an, ja. Für unternehmerische Landwirtschaft und dass Politik den Landwirt nicht in erster Linie als Empfänger von Transferzahlungen sieht. Positiv. Negativ jetzt. Ich bin dagegen, dass immer weniger wissenschaftliche Erkenntnisse eine Rolle bei politischen Entscheidungen spielen und immer häufiger das Bauchgefühl von Ministerinnen oder Ministern. So, dagegen bin ich. Oder Staatssekretär. Oder Staatssekretär mit F und Lachsbart. weiß ja, wer gemeint ist. Ich stehe dafür, dass wir für ein neues gesellschaftliches gemeinsames Umdenken streiten müssen, dass die Landwirtschaft und Urproduktion wieder mehr ins Bewusstsein, nicht nur ins intellektuelle Verständnis, sondern ins Bewusstsein von Menschen gelangt, gerade auch von jungen Menschen. Ich mache es jetzt alleine hier, das ist aber ein bisschen tough, ey. Das ist auch nicht so einfach, denke ich. Ne? Ja, dann müsste es 5 also eigentlich müssten wir konkrete Aussagen haben. Ja, mir fällt schon mal was ein. Ich stehe dafür ein, wie viel habe ich jetzt? 2 und 2? Jetzt haben wir 3. Ich stehe dafür, dass nicht immer häufiger bestimmte Vorwürfe, die an Landwirtschaft formuliert werden, sich eignen lassen, daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Stichwort Wolf haben wir schon vorhin angesprochen. Wenn ich sehe, dass bestimmte NGOs Spendenformulare auf ihrer Internetseite kommunizieren, dass man eine Wolfspatenschaft zeichnen kann und 20, 50 oder 200 Euro im Monat spenden kann oder ein frei wählbarer Betrag, dann glaube ich, dass man sehr genau prüfen muss, ob es wirklich ein moralisch nicht verwerfliches Geschäftsmodell ist, dass man auch übrigens auf dem Leid von Nutztierhaltern in Sachsen, in Niedersachsen und anderen Bundesländern entsprechend Spendengelder einnimmt und das alles noch mit dem grünen Mäntelchen der moralischen Integrität, damit habe ich ein großes Problem. So. Da löst sich vielleicht mal, ich glaube auch für Blick, der über unseren nationalen Tellerrand hinausgeht, weil ich glaube, wir gucken viel zu viel nur auf uns und nicht, was um uns herum in der Welt passiert. Wir können uns den Luxus leisten, dass wir nicht hungern müssen und dass wir vielleicht sogar uns den Luxus leisten können, weniger Ertrag pro Hektar zu erzielen. Aber in vielen anderen Regionen auf der Welt sieht es völlig anders aus. Die Leute wären froh, wenn die Landwirtschaft Erträge erbringen würde, wie wir sie haben. Ich bin dafür, militanten Tierrechtsorganisationen, die in Ställe eindringen, Sachbeschädigungen begehen, weil sie irgendwelche Türen aufbrechen, und dann Videomaterial anfertigen, dass die weiterhin gemeinnützig sind und vom Steuerzahler subventioniert werden. Dadurch, dass jede Spende, die sie erhalten, zu 50% vom Fiskus sozusagen und damit vom Steuerzahler erstattet wird. Dazu haben wir übrigens einen Antrag im Deutschen Bundestag eingebracht. Der liegt leider im Ministerium und bei den anderen
Fraktion in der untersten Schublade und wird höchstwahrscheinlich diese Legislaturperiode nicht verabschiedet werden mehr. Bist du einer noch da oder guckst du jetzt nur noch auf deine? Ja, also wir haben noch vier Fragen. Oder vier Prioritäten. Wir können ja vielleicht auch abschließen, es war ja schon ein ganz gutes Pro. Ein Kontra ist ja, wollen wir ja gar nicht so viel hören. Vielleicht können wir zum Abschluss eine Vision zeichnen. Wie sind wir ja gestartet, wenn wir unseren Kindern empfehlen, Landwirtschaft zu lernen oder zu studieren. Wie sieht die Vision aus für die Landwirtschaft in 2040 oder in 2050? Wie Digitalisierung haben wir heute überhaupt nicht drüber gesprochen, hätten andere viel stärker drauf rumgeritten. Ja, Digitalisierung als Allheilmittel, aber am Ende haben sie heute. Das ist trotzdem ein spannender Punkt. Ja, also der Lippenstift ist Bodenbearbeitung. Keine Frage. Aber wie sieht denn die Vision für eine Landwirtschaft in 2040 oder 2050 aus? Für eine Landwirtschaft in Deutschland? Also, die erste Frage war, wie sieht sie aus? Das kann ich sagen, weil wenn man vor 30 Jahren versucht hätte zu sagen, wie das Jahr 2021 aussieht, hätte man das auch nicht sagen können. Aber wie sieht die Vision aus? Das versuche ich gerne. Meine Vision oder mein Zielbild, mein Leitbild wäre, dass zuerst wir in einem europäischen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit freiem Waren- und Güter- und Dienstleistungsverkehr, dass wir gleiche Produktionsstandards haben. Weil solange das nicht passiert, das ist für mich das größte Übel aller Kritikpunkte, die man an Politik haben kann oder an wem auch immer, solange das nicht halbwegs, nicht 100%, aber halbwegs gewährt oder zumindest angestrebt wird, werden wir die Situation nicht verbessern. Also ist das der erste Punkt meiner Vision. Der zweite Punkt ist, dass wir es in unserem Land mit Verbrauchern zu tun haben, die nicht nur sagen, wie sehr sie es wertschätzen, dass Lebensmittel einen bestimmten Standard erfüllen, wie Tiere gehalten werden, wie Ackerbau betrieben wird, sondern dass sie das auch tatsächlich honorieren, dadurch, dass sie einen entsprechenden Preis haben. Ob das am Ende Bio heißt oder meinetwegen konventionell oder was auch immer, das ist gar nicht mein Punkt, sondern Leistung muss sich lohnen, ist manchmal etwas abgedroschen, aber immer noch sehr aktueller Begriff. Und deswegen muss auch zusätzliche Qualität oder zusätzliches Erfüllen von Anforderungen, muss ja noch nicht mal qualitativ besser sein, hochwertiger sein, Anforderungen erfüllen, das muss sich lohnen. Wenn ich bestimmte zusätzliche Standards einhalte, so sinnvoll die sein mögen oder auch nicht, dann muss ich das durch den Verbraucher bezahlt bekommen. Die dritte Vision ist, dass wir wirklich dazu zurückkehren, sage ich mal, das gab es schon mal, dass wir dazu zurückkehren, dass wir nicht allzu leichtfertig Produktionsweisen, Wirkstoffe, Technologie, die wir gehabt haben, weil wir meinen, es uns leisten zu können, einfach sozusagen beiseite schieben, weil es irgendwo Gruppen gibt in dieser Gesellschaft, die meinen, das zum Geschäftsmodell machen zu können, das zu fordern, dass eben das abgeschafft wird, Stichwort Pflanzenschutzmittel, ohne einen entsprechenden Ersatz dafür zu haben. So, und das ist wirklich jetzt nur ein speziell, aber grundsätzlich, dass wir und ehrlicherweise nicht zurück wollen in die Vergangenheit, das kann es nicht sein, das machen andere politische Akteure, sondern dass wir den Landwirten die Technologien an die Hand geben, die sie brauchen. Da sprechen wir auch über Digitalisierung, da sprechen wir über Drohnen, da sprechen wir über CRISPR, sprechen wir über innovative Züchtungsmethoden, die sie brauchen, um die vielfältigen Anforderungen, die an sie gestellt werden, auch erfüllen zu können. Wenn wir über Klimawandel sprechen, ist es doch Irrsinn, wenn wir auf den trockenen Böden in Sachsen-Anhalt, nee, das ist ja Bayern, in Sachsen-Anhalt oder anderswo, dass wir es per se erstmal verweigern, dass dort Pflanzen zur Anwendung kommen, die mit weniger Wasser und weniger Flüssigkeit auskommen. Das ist doch irre. Es wird im Deutschen Bundestag tagtäglich wieder neu gesagt, auf gar keinen Fall ist Teufelszeug, gerade von den Vertretern der Grünen. Finde ich total unmoralisch sogar, wenn ich mir nachdenke, dass in Äthiopien, in Eritrea vielleicht ein Landwirt wieder eine eigene Existenz haben könnte, wenn er solche Pflanzen an die Hand bekommt. Ja, und dann stattdessen machen wir die abhängig davon, dass Entwicklungshilfe gezahlt wird. Und bei den Pflanzen sind wir sehr vorsichtig und bei den Menschen sind wir dann vollumfänglich in der weißen Gentechnik bereit, Dinge neu einzugehen. Also das, dieser Gleichschritt muss schon wieder hergestellt werden. Achso, ja. Ach so, wegen weißer Gentechnik und grüner Gentechnik. Ne? Also da, denke ich, trifft jetzt auch was nochmal. Total. Ja. Ich denke, okay, vielen Dank. Herr Hocker, Herr Herbst, Sie haben gestern in einem Post geschrieben, Sie freuen sich auf den Termin, ja, und Sie freuen sich auch auf die Auseinandersetzung. So viel haben wir gar nicht gestritten. Es war ja heute auch kein Gegeneinander, sondern wir wollten die Fragen stellen. Sie durften die Antworten geben. Für die Bauern draußen im Netz, an uns hier persönlich, ich sage nochmal, obwohl es eingehend schon gemacht ist, vielen Dank an das Orga-Team, die hier das vorbereitet, an den modernen Landwirt. Super. Und natürlich auch an Sie. Und wir freuen uns, wenn wir in den nächsten Wochen mit den nächsten Politikern reden dürfen, um uns nach dem Motto hier Bauer sucht Partei
dann auch am 26. September vielleicht unseren Bauern in Deutschland ja, eine Möglichkeit gegeben haben oder in Zukunft auch noch geben werden mit den anderen Formaten, sich eine Meinung zu bilden. Danke Ihnen, dass Sie da waren. Danke Stefan. Und ich denke, sehr schön. Ja, wir haben nicht viele Leute da, die klatschen können, aber... Dankeschön. So elegant wurde noch nie ein Applaus herbeigebracht. Ja, prima. Also es geht weiter mit Bauersuchtpartei. Die nächste Runde am 31.05. wieder 19 Uhr mit Frau Dr. Tackmann und Frau Mertsching von den Linken. Und ich würde alle Zuschauer und natürlich auch den Rest des Internets doch bitten, zuzusehen und auch die agrarpolitischen Themen dort mit zu diskutieren und aktiv mitzugestalten. Danke und nochmal vielen Dank an Herrn Herbst und Herrn Hocker und natürlich an unsere klasse Moderatoren. Ich denke, wir haben jetzt unser Bier jetzt verdient. Prost. Sehr gut. Applaus. Wenig die Klatsche gesagt haben.